Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer 97. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, der öffentlichen Anhörung zum Thema künftige Modelle für Finanzierung und Organisation des ÖPNV, das wir im Rahmen einer Selbstbefassung behandeln. Bevor die Sitzung beginnt, möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, allen Teilnehmenden und Gästen sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern im Parlamentsfernsehen alles Gute und natürlich vor allem Gesundheit für das neue Jahr zu wünschen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, möglichst geimpft und dann wieder etwas näher begegnen können. Zu unserer Anhörung hier im Saal sind wir per Videokonferenz zu weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugeschaltet. Das Format ist den gegenwärtigen Abstandsregelungen und Beschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie geschuldet. Mit den üblichen 150 Personen, die als Abgeordnete, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sachverständige und Publikum in einer Anhörung in einem Sitzungssaal normalerweise teilnehmen, würden wir diese Regelungen offensichtlich nicht einhalten können. Gestatten Sie mir eingangs noch ein paar technische Hinweise. Das Ausschusssekretariat administriert die Konferenz technisch. Sollten Sie technische Probleme haben, können Sie sich über die Chatfunktion im Videokonferenzmodul an den Teilnehmer mit dem Namen Verkehrsausschuss wenden oder per Telefon 030 227 32 426 anrufen. Diese Nummer findet sich auch auf der Tagesordnung zu dieser Sitzung. Ihr Mikrofon wurde durch den Administrator zunächst stummgestellt, damit Hintergrundgeräusche in Ihrer Umgebung nicht für alle hörbar sind. Ich bitte daher die Mitglieder des Ausschusses bzw. Sachverständigen, die per Web zugeschaltet sind, vor ihrem jeweiligen Redebeitrag ihr Mikrofon jeweils anzuschalten oder zu entstummen. Nach einem Redebeitrag bitte ich darum, das Mikrofon wieder zu deaktivieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die der Sitzung über Videokonferenz als Zuhörende folgen, halten das Mikrofon bitte die ganze Sitzung über ausgeschaltet. Zu unserer Anhörung darf ich nun alle Gäste und besonders herzlich die Sachverständigen begrüßen. Herr Tim Fuchs vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, dort Beigeordneter, unter anderem für Grundsätze der Verkehrspolitik. Herr Diplom-Ingenieur Robert Hensch, er ist für die Interlink GmbH tätig und befasst sich dort mit Projekten der Verkehrsplanung sowie der Stadt- und Regionalplanung. Herr Professor Dr. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB, er ist dort Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Herr Professor Dr. Kai Mittusch vom Karlsruher Institut für Technologie, dort Inhaber des Lehrstuhls für Netzwerkökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre. Herr Dr. Jan Schilling, Geschäftsführer für den öffentlichen Personennahverkehr im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV. Und Herrn Dr. Matthias Stoffregen, Geschäftsführer von MOFER e.V., dem Verband der im Schienenpersonenverkehr tätigen privaten, unabhängigen und wettbewerblichen Verkehrsunternehmen. Und per Video zugeschaltet sind Frau Mira Ball. Sie ist Bundesfachgruppenleiterin Busse und Bahn beim Bundesvorstand von Verdi. Ich bitte Sie, sich einmal kurz zu melden, damit wir sehen, ob die Verbindung auch klappt. Ja, guten Tag in die Runde. Super, vielen Dank. Herr Professor Dr. Matthias Knauf von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, dort Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, insbesondere öffentliches Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Verkehrsmarktrecht. Ich bitte auch Sie, sich kurz zu entstummen und sich kurz zu melden, damit wir sehen, dass alles klappt. Ja, vielen Dank. Ich bin gerade eben dazugestoßen. Guten Tag allerseits. Jetzt scheint aber alles zu funktionieren. Großartig, vielen Dank. Und Herrn Professor Dr. Ingenieur Carsten Sommer von der Universität Kassel. Er lehrt und forscht dort am Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme. Auch Sie bitte ich, sich kurz zu melden. Ja, schönen guten Tag zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich höre, es klappt mit solchen Rückkommen. Großartig, vielen Dank. Ich möchte den Sachverständigen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben, dafür herzlich danken.
Diese wurden als Ausschussdrucksache 19 in Klammern 15 442 verteilt und sind auf der Internetseite des Bundestages abrufbar. Die Anhörung soll nach folgendem Verfahren ablaufen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es keine Eingangsstatements der Sachverständigen geben soll. Die Anhörung gliedert sich in Frage- und Antwortrunden. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder, die sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen. Die Fragesteller können außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei Sachverständige befragen. Die Fragesteller bitte ich, sich auf eine Redezeit von maximal 3 Minuten zu beschränken. Nach der Fragerunde schließt sich dann die Antwortrunde von Ihnen, den Sachverständigen, an. Ich bitte Sie, liebe Sachverständigen, sich an Sie gerichteten Fragen zu notieren und diese dann in der Antwortrunde en bloc zu beantworten. Ich werde Sie dann auch jeweils noch einmal gesondert ansprechen und zur Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen auffordern. Die Sachverständigen bitte ich, sich auf eine Redezeit von 5 Minuten pro Frage zu beschränken, damit möglichst viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Also das heißt, also wenn Sie beispielsweise 3 Fragen an Sie gerichtet bekommen, stehen Ihnen insgesamt 15 Minuten für die Beantwortung zur Verfügung. Das heißt aber, Sie müssen das nicht ausschöpfen, weil ich hier schon einige erstaunte Blicke sehe, wie viel Redezeit Sie bekommen. Aufgrund dessen, dass die Sitzung auch als Videokonferenz stattfindet, haben wir nicht wie üblich eine Uhr mit der Redezeit an der Deckenampel. Ich bitte Sie daher, die Fragesteller und die Sachverständigen, die Redezeit selbst bitte etwas im Blick zu behalten. Wir hier, also das Ausschusssekretariat und ich, verfolgen die Zeit auch mit und weisen Sie, erlauben uns dann gegebenenfalls kurz Sie an die Redezeit hinzuweisen. Aber besser ist natürlich, wenn Sie es gleich selber machen. Wir gehen von einem Zeitrahmen von etwa 2 Stunden aus, also bis etwa 13 Uhr. Es sind heute 2 Frage- und Antwortrunden vorgesehen. Von der öffentlichen Anhörung wird das Ausschusssekretariat wie üblich bei öffentlichen Anhörungen ein Wortprotokoll erstellen, das allen Interessierten im Internet zugänglich sein wird. Wie die aufgebauten Kameras vermuten lassen, wird die Anhörung vom Parlamentsfernsehen live übertragen und sie ist auch im Internet in der Mediathek des Bundestages abrufbar, dass niemand zum Friseur gehen konnte. Stößt auf öffentliches Verständnis, machen sich darüber keine Gedanken. Die erste Fragerunde beginnt mit der Fraktion der CDU-CSU. Herr Abgeordneter Rainer, Sie haben das Wort. Ich gebe die Frage weiter an den Kollegen Dont. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Sachverständigen, die Sie heute für uns zur Verfügung stehen. Ich darf auch Ihnen alle ein gutes neues Jahr noch wünschen und mich bedanken, dass vor allem Sie heute gekommen sind und vor allem auch Ihre Stellungnahme uns zur Verfügung gestellt haben. Ich habe meine erste Frage geht an Herrn Dr. Schilling und Herrn Professor Dr. Mitusch vom KIT. Interessanterweise vor genau einem Jahr, am 13. Januar, haben wir an dieser Stelle in einer öffentlichen Anhörung über das Regionalisierungsgesetz und das GVFG beraten. Das Ziel war damals, deutlich mehr Geld und bessere Förderinstrumente für den Ausbau des ÖPNV im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen zur Verfügung zu stellen. Meine Frage nun, wie bewerten Sie diese Neuerungen rückblickend? Können oder müssen wir künftig sicherstellen, dass auch rechtlich sichergestellt ist, dass die Länder neben den zahlreichen Milliarden vom Bund ihren eigenen finanziellen Anteil zum ÖPNV beisteuern, ohne dass sie womöglich vor eigenen Ausgaben zögern oder am Ende sogar vielleicht weniger Geld investieren, weil ja mehr Geld vom Bund kommt. Und die zweite Frage, die ich in dieser ersten Runde habe, auch an Herrn Dr. Schilling und Herrn Fuchs vom Städte- und Gemeindebund, mit dem neuen PBFG, das dann hoffentlich zeitnah auch beschlussreif ist. Wir arbeiten heftig dran, setzen wir ein weiteres wichtiges Ziel unseres Koalitionsvertrags um. Eine bessere digitale Vernetzung der Verkehrsträger im ÖPNV. Öffentlicher Verkehr ist aber ja mehr heute als nur Zug, Bus oder On-Demand-Verkehr im eigenen Verbund. Auch über die Verbundgrenzen hinaus mit den Mobilitätsketten im
Zusammenspiel mit anderen Anbietern mobil zu sein, gehört da heute dazu. Der VDV arbeitet auch schon an entsprechenden Digitalisierungskonzepten. Da die Frage, reichen die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür aus oder müssen wir künftig weitere Formen der Mobilität, Car- oder Bikesharing, auch gesetzlich in den ÖPNV besser integrieren oder wäre das vielleicht sogar kontraproduktiv? Dankeschön. Herr Kollege, Sie haben ein baden-württembergisches Abitur, nehme ich an. Dann wissen Sie, dass zwei Fragesteller oder zwei Sachverständige und drei nicht identisch sind. Bitte die Folgenden darauf zu achten, an zwei Sachverständige die Fragen, bis zu zwei Fragen können gerichtet werden. Danke sehr. Als nächstes ist dran Herr Wiele für die Fraktion der AfD. Sie haben das Wort, bitte. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herren Sachverständige, aus der Sicht der AfD-Fraktion stehen wir vielleicht völlig ungeplanterweise, aber doch auch vor einer in gewisser Weise Zeitenwende, was die Politik für den öffentlichen Nahverkehr, die Politik für die Städte angeht. Denn aufgrund von der Corona-Krise und dem, was sich in der Corona-Krise entwickelt, verändern sich ja Verhaltensweisen der Menschen erheblich und wahrscheinlich auch dauerhaft. Beispiel mehr Einkaufen übers Internet, Beispiel mehr Arbeiten zu Hause. Das bedeutet, Entschuldigung, Herr Wiele, ja? Ich sehe hier gerade über den Chat, dass nichts zu hören ist draußen. Hat sich das geklärt? Hören alle? Okay, wunderbar. Gut, ja, danke für die Sicherstellung. Die Städte kommen dadurch unter Druck und es könnte sein, dass manche Maßnahmen, die heute angedacht werden, nicht mehr dazu führen, dass es den Städten besser geht, sondern schlechter. Also Beispiel Autos aus den Städten aussperren, Beispiel City-Maut, Beispiel neue Steuern zur Finanzierung des ÖPNV. Die Städte könnten in einen Attraktivitätsringen kommen, wo solche Ressourcen nicht mehr so einfach gehoben werden können, ohne den Städten weiteren Schaden zuzuführen. Und das möchte ich insbesondere den Herrn Fuchs vom Städtetag oder Gemeindetag fragen, ob es denn da aktuell Betrachtungen und Erkenntnisse dazu gibt, in welcher Weise Städte und Gemeinden auf die neue und wahrscheinlich dauerhafte Situation reagieren und welche Maßnahmen man jetzt in diesem Licht eher gerne hätte und eher nicht mehr so gerne hätte. Zweiter Punkt, öffentlicher Nahverkehr muss einen Wohlfühlfaktor für die Menschen haben und es reicht nicht, nur viele Fahrten von vielen Orten zu vielen Orten anzubieten. Es geht um Sauberkeit und Sicherheit. Und hier reicht es wahrscheinlich eben nicht einfach nur, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Vielleicht braucht man auch Schnittstellen, Innenressorts sind dann gefragt, so mehr Polizei. Und eine Frage auch hier nochmal einerseits an den Herrn Fuchs. Was haben Sie für Erfahrungen oder Erkenntnisse auch gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung, was Zugangssysteme zum öffentlichen Nahverkehr angeht, so wie man das aus amerikanischen Städten kennt, dass also nur wer ein Ticket hat, da hineinkommt, was dann gleichzeitig das Sicherheitsniveau erhöht und die Frage gleichzeitig dann auch an den VDV. Und also dann den Herrn Dr. Schilling. Und da diese Frage möchte ich noch ergänzen um den Faktor Beförderungserschleichung, Schwarzfahren. Hier könnte ja auch durch technische Unterstützung was gemacht werden. Haben Sie da was im Blick? Wenn man das Problem, ungefähr 3% Fahrgeldverlust, bringt das auf jeden Fall mit sich. Wenn man das Problem in den Griff bekäme, hätte man gleich schon mal 3% mehr Geld, ohne dass der Staat mehr zuschießen müsste. Vorausgesetzt natürlich auch, dass man das Ganze nicht bagatellisiert. Vielen Dank. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, waren das jetzt aber auch drei Sachverständige. Ja. Also einerseits, es sind zwei Fragen und die eine geht an den Herrn Fuchs und die andere geht an den Herrn Fuchs und an den Herrn Dr. Schilling.
Ist das okay? Ja. Dann weiter mit Frau Kolkmaas-Emre von der Fraktion der SPD, bitte. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute, dass wir die Gelegenheit haben, uns ausführlich mit so einem wichtigen Thema zu beschäftigen. Und der besondere Dank geht natürlich an alle Sachverständigen, auch für die Stellungnahmen, die wir im Vorfeld bekommen haben. Und ich bin überzeugt, wenn wir über die Zukunft des ÖPNV sprechen, müssen wir genauso gucken, wo stehen wir eigentlich gerade und was sind die Instrumente und Stellschrauben, mit denen wir hantieren können und damit wir auch schauen können, wo es eben noch Bedarf gibt. Und in diesem Kontext habe ich zwei Fragen. Die erste geht an Professor Dr. Knauf. Professor Dr. Knauf, Sie haben sich in Ihrer Stellungnahme dafür ausgesprochen, dass der Bund seine Gesetzgebungskompetenz weitergehend in Anspruch nehmen sollte, als dies bislang der Fall ist. Und ich würde Sie bitten, dies einmal, insbesondere mit Blick auf die Frage der Kompetenzabgrenzung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, nochmal auszuführen. Und die zweite Frage, die geht an Professor Dr. Knie. Dr. Knie, Sie schlagen vor, 1% der Regionalisierungsmittel, also rund 90 Millionen Euro pro Jahr, sofort für die Ausschreibung der letzten Meile bereitzustellen. Und mich würde da schon mal interessieren, wenn Sie uns nochmal erläutern würden, welchen Effekt Sie sich davon versprechen. So viel von mir. Vielen Dank. Vielen Dank für die Fraktion der FDP. Kollege Herbst, bitte, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank und auch von mir einen guten Tag in die Runde. Meine ersten beiden Fragen richten sich an Herrn Dr. Stoffregen. Meine erste Frage zum Thema Regionalisierungsmittel. Wir haben ja in den letzten Jahren eine deutliche Ausweitung des Volumens der Regionalisierungsmittel erlebt. Auf der anderen Seite, und da haben wir leider nur ältere Berichte, die nicht ganz so zeitnah sind, sehen wir, dass bei den Aufgabenträgern doch erhebliche Mittel mittlerweile aufwachsen, die nicht für die laufenden Verkehre ausgegeben werden. Wie beurteilen Sie das und können Sie auch eine Auskunft darüber geben, ob bei den aufwachsenden Mitteln des Bundes sich die Länder aus der Finanzierung zurückziehen oder ob die Länder auch eigene Mittel für den SPNV verstärkt bereitstellen? Das wäre meine Frage 1 und meine Frage 2. Betrifft die Wettbewerbssituation im SPNV. Wir erleben ja von vielerlei Seiten, dass der politische Wunsch besteht, dass man auch nachfrageschwächere Schienenstrecken reaktiviert, dort mehr Verkehrsangebote macht. Wie beurteilen Sie das A unter Effizienzgesichtspunkten und B unter Wettbewerbsintensität? Weil in der Vergangenheit, sage ich mal, hatten wir ja zum Teil durchaus bei Ausschreibung eine ganze Menge Bieter. In letzter Zeit hat sich das teilweise auch ein bisschen verändert. Da reden wir vor allem über die großen lukrativen Netze. Wie beurteilen Sie das bei den, sage ich mal, weniger lukrativen Netzen oder Strecken? Vielen Dank. Und ich hoffe, das sächsische Abitur hat geholfen, richtig zu addieren. Sensationell. Frau Kollegin Leidig, bitte, für die Fraktion Die Linke. Ja, also auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Das gilt an alle Sachverständigen. Ich finde, es war ein wirklicher Gewinn, die zu lesen. Und ich möchte es allen, die jetzt das vielleicht noch nicht getan haben, auch von den Gästen, die dabei sind, wirklich empfehlen. Ich finde, da ist wirklich viel Stoff drin. Wir haben als Linke ja mit einem Antrag sozusagen dazu beigetragen, dass wir heute zu dieser Anhörung kommen, weil wir der Überzeugung sind, dass der öffentliche Verkehr, also nicht nur der öffentliche Nahverkehr, aber jetzt geht es vor allem um den öffentlichen Nahverkehr, eine zentrale Rolle spielt bei der Möglichkeit, die Mobilität klimagerecht auszugestalten. Und wir haben gefordert, dass es einen ÖPNV-Gipfel geben soll, weil bisher unser Eindruck ist, dass die Bedeutung von der Bundesregierung nicht adäquat wiedergespiegelt wird. Wir haben zwei Autogipfel erlebt, aber wir haben eben keine sozusagen Spitzenbeschäftigung mit der Frage, wie die Probleme des ÖPNV gelöst werden können. Ich möchte einsteigen mit zwei Fragen an Mirabal von Verdi. Die erste Frage bezieht sich auf die jetzt vergangene Tarifauseinandersetzung, wo ja was Erstaunliches passiert ist, dass nämlich eine Gewerkschaft gemeinsam mit Fridays for Future und Umweltverbänden an die Öffentlichkeit getreten ist. Und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie zu dieser, wie Sie zu dieser Konstellation gekommen sind und was das auch für die ÖPNV, die Rolle des ÖPNV in der öffentlichen Wahrnehmung bedeutet. Die zweite Frage bezieht sich auf
die Zahlen, die Sie in Ihrer Stellungnahme nennen. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass eigentlich in keiner der Stellungnahmen über Zahlen gesprochen wird, also wie viel Geld wird eigentlich gebraucht. Der VDV sagt, dass 20 Milliarden nötig sind, um die Barrierefreiheit herzustellen. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass man das Angebot verdoppeln kann. Sie schreiben, dass 10 bis 12 Milliarden jährlich zusätzlich nötig sind. Und ich würde Sie bitten, auszuführen, wie Sie zu diesen doch erheblichen Summen kommen, die aus unserer Sicht gerechtfertigt sind. Aber das muss natürlich untersetzt werden. Dankeschön. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Gelbhaar, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch von Seiten von Bündnis 90 Die Grünen an alle Sachverständigen nochmal ein herzliches Danke für die Stellungnahmen, die wirklich sehr lesenswert waren und auch künftig sein werden. Ich glaube, dass wir da auf Bundesebene vielleicht einen Schritt nach vorne hinbekommen können, wenn wir da durch die Bundesregierung das Thema in seiner Gewichtigkeit vielleicht mehr erfassen, als es bislang der Fall war. Es ist schon gesagt worden, wir haben viele Autogipfel, sowas wie ein ÖPNV-Gipfel oder meinethalb ein Mobilitätsgipfel steht aus, fehlt und ich glaube, wäre bitter nötig. Wir haben das GVFG reformiert, das betrifft die Infrastruktur. Wir haben beim Regmittelgesetz was gemacht, das betrifft insbesondere Regionalisierungsverkehre. Bleibt die große Frage, wie kriegen wir das hin, da den ÖPNV in seinen Betriebskosten so aufzustellen, dass wir eben die Fahrgäste möglichst verdoppeln können, dass wir den ÖPNV als Innovationstreiber, als auch Beschäftigungsmagnet da darstellen können. Ich glaube, das ist eine Frage, die uns heute hier treibt. Deswegen möchte ich da zwei Fragen gleich formulieren. Ich glaube, das Ganze ist nötig, um unsere Klimaziele oder um Klimaziele zu erreichen. Unsere, da gibt es jetzt durchaus Streit drum, wer da welche hat. Ja, ich möchte Herrn Hensch von der Interlink GmbH folgende Fragen mit an die Hand geben. Zum einen, ich habe gerade skizziert, wie die Finanzierungsquellen aktuell so aussehen. Allerdings wird ja immer wieder nach mehr Geld da gefragt. Insbesondere sehen wir mehr Bedarfe im ländlichen Raum. In Städten ist, glaube ich, ÖPNV häufig schon gut ausgebaut. Auch da gibt es Differenzierungsnotwendigkeiten, klar. Aber Herr Hensch, vielleicht können Sie uns einmal da den Reformbedarf alternativer Finanzierungsquellen gerade für den ländlichen Raum schildern, weil ja dort, was in Städten vielleicht denkbar ist, City-Maut, Parkraumbewirtschaftung, nicht so gerade nahe liegt und auch eine Nahverkehrsabgabe, glaube ich, häufig nicht vermittelbar ist, weil ja dort einfach das ÖPNV-Angebot grundsätzlich fehlt. Und zum Zweiten die Frage, wie sich die Nutzerzahlen im ländlichen Raum steigern lassen, wenn man dort ein attraktives ÖPNV-Angebot schaffen und finanzieren könnte. Damit vielleicht zurück in den Ausschuss. Vielen Dank. Ich will das zum Anlass nehmen, zu sagen, das war jetzt nicht so wahnsinnig laut. Man hat es schon gehört mit Anstrengung, aber vielleicht können Sie für die zweite Runde, falls Sie noch mal fragen, das irgendwie lauter stellen oder gucken, ein Mikrofon zu nehmen, dass man es einfach besser hört. So, die zweite Runde übernimmt der Kollege Tressel, deswegen sollte das Problem dann nicht mehr da sein. Super, und der hat bestimmt ein super Mikrofon. Dann fangen wir an mit Herrn Fuchs, bitte. Drei Fragen sind an Sie gerichtet, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte beginnen mit der Frage, wie mithilfe der Digitalisierung die Vernetzung und das Angebot des ÖPNV insgesamt in der Stadt und auf dem Land verbessert werden kann. Die Digitalisierung ist natürlich ein Treiber für bessere Angebote im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch im Fernverkehr. Und es gibt da gute Ansätze, die die Bundesregierung in den vergangenen Legislaturperioden, muss man sagen, in Angriff genommen haben. Das ist zum einen die Roadmap digitale Vernetzung ÖPNV und zum anderen Handlungsleitfaden, der genau beschreibt, wie im Bereich Ticketing, Buchung, Auskunftssysteme, wo da angesetzt werden muss, um eine vernünftige Buchungskette auch über das Handy hinzubekommen, damit der Einstieg in den ÖPNV nutzerfreundlicher wird für die bestehenden Fahrgäste, aber auch für die Fahrgäste, die man hinzugewinnen möchte. Es gilt jetzt nun im Folgenden, das umzusetzen. Und da sind wir zum einen, steigen wir in die Mühen der Ebenen.
Denn wir haben sehr viel Aufgabenträger, Verkehrsverbünde in Deutschland, die das alle parallel umsetzen müssen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich bei der ganzen Frage auch wieder ein Finanzierungsproblem. Denn es ist natürlich so, dass aus den vorhandenen Mitteln, die natürlich erhöht worden sind, GVFG und Regionalisierungsmittel, das war ja schon Gegenstand der Fragestellung dieser Anhörung, dass nicht ohne weiteres auch noch zusätzlich finanzierbar ist. Dass wir das brauchen, eine bessere Vernetzung auch mit Hilfe der Digitalisierung, ist auf der anderen Seite auch klar. Denn wir wollen ja mehr Menschen in den ÖPNV im Sinne einer besseren Erschließung des ÖPNVs in der Fläche, aber auch im Sinne der Erreichung der Klimaziele erreichen. Deshalb müssen wir in der Folge sicherstellen, und da sehen wir neben dem Bund auch die Länder in der Verantwortung, dass das in der Zukunft ausfinanziert wird. Da geht es natürlich darum, die letzte Meile zu verbessern. Die Frage ging ja auch darin, wie kann man Carsharing und ÖPNV besser verbinden. Es geht im Übrigen auch um den Radverkehr und den ÖPNV, wie man die besser verbinden kann. Und da ist es natürlich so, dass die Menschen nicht nur in der Stadt, sondern auf dem Land das auch mittels digitaler Systeme buchen wollen. Die wollen durchgängige Mobilitätsketten haben. Und erst wenn sie die haben, die ihnen garantieren, dass sie zu einem vernünftigen Preis mit einem vernünftigen Angebot verlässlich von A nach B kommen, werden sie dies auch in Angriff nehmen. Dann will ich gleich überschwenken zu der Frage von Herrn Wiele zum Thema Sauberkeit und Sicherheit im ÖPNV. Das Thema Sicherheit und Sauberkeit wurde jetzt gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise noch mal auf die Agenda gebracht. Und man muss sagen, dass die Ordnungsämter der Kommunen im Bereich der Corona-Krise bislang Außerordentliches geleistet haben und dass das natürlich auch eine zusätzliche Aufgabe von denen ist, sicherzustellen, dass sich die Fahrgäste auch in Corona-Zeiten wohlfühlen in den Bussen, in den Straßenbahnen, in den U-Bahnen. Und das ist eine Aufgabe, die sozusagen zu den Kontrollaufgaben, die sie am öffentlichen Raum im Übrigen auch haben, noch mal oben oder hinzukommt. Und da muss man schon sagen, da geraten die Kommunen, da geraten die Ordnungsämter auch im Zuge der Krise und mit deren Fortdauer immer mehr an ihre Grenzen. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir das Personal in den Ordnungsämtern weiter ausbauen. Das ist natürlich auch eine Finanzierungsfrage, und wie auch die Kommunen zusammen mit den Verkehrsunternehmen und mit den Sicherheitsbehörden sicherstellen, dass die Menschen sich im ÖPNV sicher fühlen. Die Frage der Sauberkeit, ja, das ist natürlich eine Frage, die zu dem Gesamtangebot attraktiver ÖPNV gehört. Wir brauchen nicht nur sichere Fahrzeuge, wir brauchen saubere Fahrzeuge. Wir brauchen einen komfortablen Zugang in diese Fahrzeuge, damit die Menschen wirklich davon überzeugt sind, den ÖPNV mehr als bislang zu benutzen. Und da komme ich zu der Frage, inwiefern man Kontroll- und Zugangssysteme in Deutschland, so wie sie ja in Amerika, aber auch beispielsweise in Frankreich existieren, auch übertragen kann auf Deutschland. Das ist nicht ganz leicht zu machen. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass wir hohe Einnahmeverluste haben durch Schwarzfahren. Die Zahlen sind ungefähr so 250 Millionen Euro pro Jahr. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, dass die Investitionen in die Infrastruktur, um solche Systeme zu etablieren, enorm sind. Es wird ungefähr von 2 Milliarden Euro für den gesamten ÖPNV ausgegangen in Deutschland, wenn man das einrichten wollte. Das sind aber nur die Investitionskosten, und man müsste dann darüber hinaus auch noch die laufenden Betriebskosten mit einstellen. Das heißt, das wäre ein enormer Aufwand. Im Übrigen müsste man natürlich auch Lösungen schaffen für behinderte Menschen, die ja nicht so ohne weiteres dann diese Systeme bedienen können oder halt da durchgehen können. Oder beispielsweise, wie ist es mit den Fahrrädern? Wir wollen eine Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV. Wir haben ja vielfach auch eine Fahrradmitnahme in den Städten und Gemeinden. Es müssten also auch Lösungen gefunden werden, inwiefern man die Fahrradmitnahme dann im Rahmen dieser Systeme ermöglicht. Aus unserer Sicht funktioniert der Zugang zum ÖPNV und das Ticketing
so wie es im Moment funktioniert, sehr gut. Wir meinen, man sollte eher auf den Ausbau der Digitalisierung der Angebote setzen, beispielsweise auch auf digitale Kontrollen, dass man beispielsweise, wie das ja in der Schweiz schon etabliert worden ist, beim Zugang zur U-Bahn oder in den Bus mit dem Handy einen Wisch macht und dann halt sich einbucht in das System und beim Rausgehen sich wieder ausbucht und dann über diese Art und Weise sicherstellen, dass halt dann auch der Fahrschein gelöst ist und dementsprechend kann man auch über diese Art der Zugangsregulierung auch das nachhalten und auf der anderen Seite diese hohen Investitionen, die durch diese Zugangsbarrieren zu investieren werden, vermeiden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fuchs. Als nächstes hätten wir Frau Mira Ball mit zwei Fragen. Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank. Ich bin einmal gefragt worden nach unserer Tarifauseinandersetzung im vergangenen Jahr. Da ging es um die Frage, wie wir zu der Konstellation unseres Bündnisses gekommen sind mit Fridays for Future, aber auch den Umweltverbänden, mit denen wir im vergangenen Jahr tatsächlich viele Aktivitäten gemacht haben, von gemeinsamen Presse, Konferenzen, der gemeinsamen Forderung für einen ÖPNV-Gipfel bis hin auch zu gemeinsamen öffentlichen Auftritten, verschiedene Kundgebungen, Demonstrationen, so wie das im Rahmen der Pandemiesituation natürlich vielfach nur eingeschränkt wird. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Können Sie entweder lauter sprechen oder irgendeine Vorrichtung am Computer wählen, dass es lauter wird? Danke. Ja, Entschuldigung, ich versuche mal direkt ins Mikro zu sprechen. Ist das jetzt großartig. Besser? Wunderbar. Also wir wurden gefragt nach unserem Bündnis mit Fridays for Future und den Umweltverbänden, mit dem wir gemeinsam auch den ÖPNV-Gipfel fordern, auch bereits seit dem September des vergangenen Jahres, wo wir erstmalig gemeinsam an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ich will dazu nur ganz kurz Stellung nehmen hinsichtlich der Frage, was haben wir miteinander gemeinsam und warum ist dieses Bündnis eigentlich überhaupt gar kein Problem gewesen, sondern hat sich im Grunde von selbst ergeben. Wir haben Anfang des Jahres schon viel Kontakt gehabt mit der Umweltbewegung. Das haben wir im Übrigen auch als Gewerkschaft Verdi traditionell und relativ schnell festgestellt, dass es ein hohes Bewusstsein dafür gibt, dass die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs, der ja zur Erreichung der Klimaziele von besonderer Bedeutung ist, auch davon abhängt, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und auch die Frage des Personalmangels war ziemlich bewusst vielen Akteuren in dieser Bewegung. Denn jeder kennt im Grunde die Situation, dass mal der Bus, den ich erwartet habe, oder auch die Bahn nicht kommt. Und die Erklärung, die wir dafür liefern konnten, die häufig auch die Erklärung leider ist, dass eben das Personal an der Stelle dann in dem Moment nicht da ist, ist gut verstanden worden. Es hat viele, viele Treffen und Austausche gegeben zwischen den Beschäftigten und Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Und wir haben festgestellt, dass wir sehr gut voneinander lernen können, die verschiedenen Sichtweisen sehr deutlich miteinander übereinander bringen können. Und in diesem Zusammenhang, in dem für Verdi als Gewerkschaft ja auch die Kolleginnen und Kollegen, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht nur im ÖPNV arbeiten, sondern den ÖPNV auch täglich nutzen für ihren Weg zur Arbeit oder auch ihr privates Leben und auch ein Interesse am Klimaschutz und an einem lebenswerten Planeten haben, war da überhaupt gar keine Problematik, uns gemeinsam einzusetzen. Wir haben als Verdi im Übrigen in der Tarifrunde im vergangenen Jahr, wie auch seit Jahren, das Thema Finanzierung im öffentlichen Nahverkehr nach vorne gestellt. Und im Zusammenhang mit der Erreichung der Klimaziele haben wir dann auch gemeinsam Ziele entwickelt, wie die Verdopplung der Nutzerin mit dem Ziel der Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV als effizientestes Verkehrsmittel. Und jetzt komme ich auch zur zweiten Frage, die an mich gestellt wurde, nämlich woher kommen eigentlich die Zahlen, die wir übrigens auch gemeinsam mit dem Bündnis im September des vergangenen Jahres veröffentlicht haben. Wir haben gesagt, dass wir für einen 10-Jahres-Zeitraum der Verdopplung der Nutzerinnen
öffentlichen Nahverkehr bei gleichzeitiger Reduzierung natürlich der Autonutzerinnen etwa 10 Milliarden pro Jahr benötigen. Ich will das kurz skizzieren. Wofür? Also zunächst haben wir im Moment ja immer noch einen Hemmschuh hinsichtlich der Investitionen. Ich spreche jetzt vom ÖPNV mit Bussen, U-Bahn und Straßenbahn. Wir müssen den Schienenpersonennahverkehr nochmal extra betrachten. Wir gehen davon aus, dass wir für eine Angebotsverdopplung durch kleine Zubringer und größere Fahrzeuge, Taktverdichtungen, wo ja viele Potenziale auch drin stecken, aber auch die Einrichtung von neuen Linien und den Ausbau von Schienen und Betriebsanlagen, die nicht vergessen werden dürfen, über einen Zeitraum von 10 Jahren bis 2030 jährlich 5 Milliarden für die Infrastruktur und 2 Milliarden für die Fahrzeuge anzusetzen hätten. Das ist natürlich je nach Entwicklungsstand unterschiedlich. Das ist die Durchschnittsangabe, zu der wir kommen. Gleichzeitig haben wir noch immer einen Sanierungsstau bei den Betriebsanlagen und auch bei den Leitsystemen. Wir haben Modernisierungen, die notwendig sind, auch für Barrierefreiheit und natürlich Digitalisierungsmaßnahmen. Das ist auch schon angesprochen worden in der Runde. Da setzen wir 10 Milliarden für den gesamten Zeitraum an. Wir haben das, weil es natürlich nicht einfach ist, es tatsächlich ohne Detail zu errechnen, bei der Vielschichtigkeit des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland anhand der aktuellen und vergangenen Infrastrukturinvestitionen der Vergangenheit errechnet. Es gibt aber auch Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen oder vergleichbaren Ergebnissen kommen. Die Verdopplung des Angebotes würde für den Verkehr im ÖPNV etwa 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Also es ist nicht doppelt so viel, sondern es ist weniger aufgrund vieler Potenzialeffekte, die durch die Betriebsführung erreicht werden könnten. Wir hätten damit zusätzlich noch umfangreiche zusätzliche Beschäftigungseffekte in den verbundenen Branchen, also der Bauwirtschaft, Fahrzeug- und Maschinenbau, Zulieferer und auch Sicherheit, die deutlich noch mal drüber gehen können. Die zusätzlichen Personalausgaben im ÖPNV belaufen sich nach unseren Berechnungen, jetzt geht es um aufwachsende Werte, auf knapp 4 Milliarden Euro im Jahr 2030, also wenn man denn dann die Verdopplung geschafft hat, gerechnet nach heutigen Löhnen, muss ich dazu sagen. Im Durchschnitt bedeutet das für den Gesamtzeitraum von 10 Jahren zusätzliche Kosten in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro, die natürlich nicht sofort durchschnittlich jedes Jahr so anfallen würden, weil es ja aufwachsend ist. Wir haben allerdings auch ein Personalproblem im ÖPNV. Wir haben eine Situation mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt, etwa 100.000 Neueinstellungen bis 2030 nach Branchen. Verbandsangaben, also das BDO und das VDV zusammen, sind notwendig. Und wir haben, wenn wir vergleichen mit dem Jahr 2000, etwa 15.000 Vollzeitbeschäftigte weniger als heute. Wenn wir diese Beschäftigten, die wir gewinnen müssen, gewinnen wollen, müssen wir die Arbeitsbedingungen attraktiver machen. Und dafür ist vor allem ein Personalaufbau wieder auf ein adäquates Maß, in dem auch wieder Belastungen reduziert werden können, notwendig, denn vor allem die Belastungen sind ein Problem bei der Personalrekrutierung. Und dafür setzen wir an, einmal Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Arbeit. Da geht es insbesondere um Entlastung, auch wenn die Löhne ebenfalls deutlich hinter den gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklungen seit 20 Jahren zurückliegen. Aber da setzen wir an 1,6 Milliarden Euro jährlich für die Steigerung der Attraktivität der Arbeit bei den Arbeitsbedingungen und für den Aufbau der Beschäftigung zumindest wieder auf den Stand vom Jahr 2000, wo wir immerhin 16% weniger Fahrgäste hatten als heute, nochmal 800 Millionen Euro pro Jahr. Was mit dabei bedacht werden muss, ist, dass Aus- und Weiterbildung im ÖPNV ebenfalls gemacht werden muss, also diese 100.000 Beschäftigten, die wir brauchen. Die müssen ausgebildet werden, die kann man nicht von der Straße holen. Da gibt es ganz viele sehr spezifische Arbeitsanforderungen und natürlich auch die Digitalisierung spielt eine Rolle. So kommen wir in unserer Berechnung mit unserem Bündnis gemeinsam auf diese 10 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr. Vielen Dank. Danke sehr. Zwei Fragen sind gerichtet an Sie, Herr Hensch. Sie haben das Wort, bitte. Wunderbar, herzlichen Dank.
Genau, wir als Unternehmen sind sehr stark auch im ländlichen Raum aktiv im Bereich der Beratung dort. Und dahin gehen ja auch dann die Fragen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben in unserer Position auch geschrieben, tatsächlich ist im städtischen Raum ja schon ein sehr guter ÖPNV vorhanden. Das zeigt sich ja durchaus auch in den Nutzerzahlen. Ich möchte aber auch klar machen, dort ist ganz klar auch noch weiteres Potenzial nach oben vorhanden. Also das soll nicht heißen, da ist alles in Butter. Das ist okay, sage ich mal so. Wir haben aber das Problem, dass im ländlichen Raum aus unserer Sicht die Lage eher prekär ist. Dort haben wir einerseits viele Regionen, die über einen Schulverkehr nicht hinausgehen. Wir haben die Situation, dass wir ein extrem uneinheitliches Bild haben. Also das heißt, gerade in Bereichen, wo man nicht zu Hause ist, ist es schwer, sich zurechtzufinden. Selbst für mich als ÖPNV-Experten ist das manchmal eine Herausforderung. Und wir haben als einen ganz großen Haken auch in der aktuellen Struktur der Verantwortung, die wir grundsätzlich begrüßen, die Situation, dass Körperschaftsgrenzen sehr stark wirken. Also dass sozusagen die Verkehre zu Nachbarkreisen oder zu Nachbarstädten mehr als schlecht sind. Da sind die städtischen Räume mit ihrem Umland auf jeden Fall schon deutlich weiter. Insofern haben wir tatsächlich eher eine prekäre Situation auf dem Land. Und was wir in unserer Beratung immer wieder auch erleben, sowohl von den Akteuren vor Ort, aber auch wenn wir mit den Menschen, den potenziellen Nutzerinnen oder auch den aktuellen Nutzerinnen sprechen, dann geht es ganz klar dahin, das ist das Thema Verlässlichkeit und gute Angebote braucht. Also alle möglichen Experimente sind schön, aber die meisten Leute sagen immer, ich möchte gerne, dass hier ein Angebot ist, was ich tatsächlich regelmäßig nutzen kann, was ich auch sehe. Ganz oft kommt tatsächlich diese Position, ich muss dieses Angebot auch tatsächlich erleben können, dass es existiert. Die Barriere, ein Telefon zu greifen und einem Rufbus zu rufen, ist relativ hoch. Wir kennen Beispiele, die gut laufen, aber das wird ganz häufig von den Leuten gesagt, und zwar nicht nur von den Senioren, sondern auch von Jüngeren, kommt er dann wirklich, und es gibt auch Erlebnisse, dass es nicht so der Fall ist. Kenne ich auch persönlich, dass auch der Rufbus nicht kommt, wenn er kommen soll. Das heißt, wir erleben eigentlich das, dass wir im öffentlichen Nahverkehr, im ländlichen Raum, ein klares Angebot mit starken Linien brauchen, also einen Taktverkehr. Das muss nicht in jede kleinste Ortslage sein, aber sozusagen die relevanten starken Achsen abzudecken und auch miteinander zu verknüpfen. Die Körperschaftsgrenzen zu überschreiten, ist tatsächlich ein Thema an der Stelle. Und es sollte vor allen Dingen bundesweit einheitlich sein. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, dass es tatsächlich nicht diese individuellen Lösungen hier und dort gibt, sondern dass es ein System gibt, was ich wiedererkenne. Also die Tankstelle ist auch überall in Deutschland gleich. Die hat die gleichen Zapfsäulen, auch wenn sie unterschiedlich aussehen, aber sie passen ins Auto rein. Ich muss nicht irgendwie gucken, ist das jetzt die richtige Tankstelle oder nicht, die passt. Und im ÖPNV ist es extrem unterschiedlich. Und daher haben wir auch in unserer Stellungnahme relativ klar gesagt, wir sehen an der Stelle, dass die Kommunen, also die Kreise sind es ja meistens, oder auch die kreisfreien Städte, unterstützt werden müssen. Wir finden, dass sie die richtigen sind, die richtigen Akteure, um den Verkehr vor Ort auch zu bestimmen und auch zu sagen, wo ist da eigentlich die richtige Nachfrage. Dass die aber ganz klar unterstützt werden müssen von Bund und Ländern, weil wir jetzt die Situation haben, wir haben einige wenige Kreise und auch kreisfreie Städte, die machen richtig tollen ÖV, tatsächlich auch ländliche Räume, die machen tollen ÖV. Und wir haben aber die Mehrzahl und ganz viele, die sich dort in der prekären Situation auch der Finanzen sehen und sich gar nicht in der Lage sehen, sowohl personell, also auch die Verwaltungen sind dort oft nicht ausgestellt, aber auch für die Dauerfinanzierung zu sorgen. Deswegen sehen wir da durchaus den Bedarf, dass Bund und Länder dort auch, also unterhalb des SPNV, ganz klar mit Verantwortung übernehmen. Woher kommt das Geld? Ja, also natürlich, wenn wir mit einem sehr niedrigen Anteil von Fahrgästen im ländlichen Raum ausgehen, dann haben wir es dort relativ leicht, Fahrgastzuwächse auch zu generieren. Das heißt, das Thema Erlöse wird ein Baustein sein, der aber niemals die Kosten ausgleichen werden kann. Das ist auch ganz klar. Wir haben auch benannt das Thema Nutznießer, also das Thema Dritte zum Beitrag für die ÖPNV-Finanzierung, das ernsthaft zu prüfen. Da sehen wir durchaus Möglichkeiten. Wir erleben jetzt eine Situation, dass Stellplätze für Pkw zwingend hergestellt werden müssen, wenn ich ein Einkaufszentrum errichte. Aber eine gute ÖPNV-Anbindung muss ich nicht
zwingend herstellen. Das ist ein Ungleichgewicht, was gerade im ländlichen Raum, wo die Verkehrswege wenig überlastet sind, weil relativ viele Verkehrswege für relativ wenig Nutzer zur Verfügung stehen, sehr schwerwiegend wirkt. Und klar wird es öffentliches Geld kosten. Die zweite Frage, vielleicht ein bisschen kürzer, Nutzerzahlen im ländlichen Raum, was ist dort erwartbar? Wir haben aktuell so 5-6% ÖPNV-Anteil im ländlichen Raum, immerhin. Der MIV hat ungefähr 70%, also wesentlich mehr. Wir gehen davon aus, dass das Auto nicht zu 100% ersetzt werden kann, wenn wir nicht diktatorische Mittel einsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, da sind wir uns einig, dass wir das nicht wollen. Wir gehen daher aus, dass wir ein Potenzial haben von vielleicht 15-20% im ländlichen Raum. Das ist tatsächlich ein Potenzial, was wir erreichen können mit einem attraktiven Angebot. Das bestätigen zum Beispiel auch andere Untersuchungen. Also es gibt vom Büro IGIS im Auftrag des ADAC auch eine Untersuchung, die auch so auf Werte je nach Qualität bei durchschnittlichen Attraktivitätssteigerungen von 12-17% rauskommen. Also das sind so durchaus Werte, die dort erwartbar sind. Wie wir das erreichen, sozusagen mit welchen Mitteln, da will ich gar nicht sagen, dass wir da jetzt total hundertprozentig wissen, wie das geht. Das wäre vermessen. Deswegen halten wir auch den Vorschlag, der auch von entsprechenden Umweltverbänden, aber auch ja, von Verdi, jetzt auch schon mal kurz genannt, auch vorgeschlagen, so ein ÖPNV-Gipfel, wo man sich wirklich nochmal eingehender auch damit beschäftigen kann, was sind die Lösungen, die wir angehen wollen, finden wir tatsächlich auch förderlich. Halten wir für ein sinnvolles Instrumentarium, sozusagen über so eine kurze Anhörung, wie wir sie heute haben, tatsächlich mit mehr Zeit und entsprechender Aufhängung auch weiter voranzuschreiten, um die richtige Lösung an der Stelle zu finden. Wir denken aber, dass das Klein-Klein von vielen Versuchen bisher, seit 50 Jahren, die wir diese Modellprojekte machen, nicht geholfen hat. Wir erleben alle, dass wir nicht jetzt irgendwie heute wissen, toll, so machen wir den ländlichen Raum, alles super, sondern dass es da an der Stelle auch mal einen großen Schritt braucht. Vielen Dank. Wie ernst wir das Thema hier nehmen, sieht man ja daran, dass wir hier im Bundestag diese Anhörung durchführen. Nächster ist Dr. Schilling, bitte. Sie haben das Wort und Dr. Stoffregen kann sich schon mal mental darauf anstellen, dass er dann danach drankommt. Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier vorzutragen. Von meiner Seite aus erstmal auch ein frohes und vor allem auch gesundes neues Jahr an alle. Und ich will, bevor ich jetzt sagen inhaltlich auf das Thema GVFG, Regionalisierungsgesetz, ÖPNV-Finanzierung eingehe, an dem Punkt die Gelegenheit nutzen, für die Branche auch einmal Danke zu sagen. Weil ich glaube, in dieser Legislaturperiode ist mit Blick auf das, was in der ÖPNV-Finanzierung passiert worden ist, was hier in diesem Ausschuss diskutiert und beschlossen worden ist, durchaus ein Paradigmenwechsel erkennbar. Wir hatten 20 Jahre lang eigentlich so die strategische Ausrichtung Aufrechterhaltung des Angebots bei Verringerung der Produktionskosten, also Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Nutzerfinanzierung nach vorne stellen und einen wahrnehmbaren Rückzug des staatlichen Finanzierungsanteils. Ich glaube, dass in dieser Legislaturperiode, das ist zumindest meine Hoffnung, dieser Paradigmenwechsel da gegriffen hat. Wir haben die Erhöhung der Regionalisierungsmittel, wir haben die Weiterführung der Entflechtungsmittel, wir haben die Mittelerhöhung im GVFG. Also für uns ist das ein, ich nenne das mal, mutmachendes Signal in dieser Geschichte. Jetzt kann man natürlich nicht erwarten, dass jetzt mit Knopfdruck in einer sehr infrastrukturlastigen und durchaus auch mal ein bisschen behäbigen Branche jetzt auf Knopfdruck sich sofort alles verändert. Aber wir nehmen diesen Paradigmenwechsel ernst und gerade auch mit Blick auf die Klimaschutzziele, glaube ich, kann das auch nur ein Anfang sein. Wir werden da mehr tun müssen. Wir diskutieren auf der europäischen Ebene eine Erhöhung der Klimaschutzziele auf -55%. Und der Verkehrssektor ist auch weiterhin das Sorgenkind in diesem Bereich. Das kann also aus unserer Sicht nur der Anfang sein. Aber dieser Anfang ist an dem Punkt gemacht. Was die Mittel betrifft, glaube ich schon, dass wir in der kommenden Legislaturperiode auch weiter wegweisende Entscheidungen brauchen, gerade was das Thema Betriebskostenfinanzierung betrifft. Ich glaube auch, dass neben den Ländern da weiterhin der Bund als Verpflichteter der Klimaschutzziele auch gefragt ist, sich dort seiner Verantwortung auch an dem Punkt zu stellen und eben auch weiter in die Betriebskostenfinanzierung reinzugehen und dort auch Mittel bereitzustellen, um eben die internationalen Verpflichtungen, die man eingegangen ist, dann auch mit Leben und Substanz mit an dem Punkt zu erfüllen. Da ist das Regionalisierungsgesetz und die Mittelerhöhung jetzt und auch der ÖPNV-Rettungsschirm, der über das REC-Gesetz hier abgebildet worden ist, natürlich jetzt schon mal ein wichtiger Beitrag und aber auch ein wichtiger Weg. Ich glaube aber, dass einfach deutlich mehr Mittel an dem Punkt auch
notwendig sein werden, die man als Bund da reinsteckt. Beziffern werden können wir das als VDV in der Mitte des Jahres. Wir haben ein Gutachten dazu beauftragt mit Roland Berger, einen Intraplan, wo wir eben genau jetzt nochmal beziffern, was braucht man an zusätzlicher Betriebskostenfinanzierung, um die politisch vereinbarten Ziele an dem Punkt zu erreichen. Ich will aber nicht nur auf die Mittelhöhe eingehen, sondern ich glaube, wir brauchen auch Kohärenz in dieser Finanzierung. Es reicht nicht, wenn der Bund seiner Verantwortung gerecht wird, sondern wir brauchen eben halt auch die Länder, die in ihrer verfassungsrechtlichen Zuständigkeit für den ÖPNV auch dort ihrer Verantwortung gerecht werden. Das ist ein bisschen schwierig, das immer nachzuweisen, weil die Verwendungsberichte über die Regionalisierungsmittel ja immer sehr rückblickend sind. Wir haben jetzt den von 2017, also ob der jetzt das aktuelle Geschehen so wirklich wiedergibt, das kann man, glaube ich, bezweifeln. Von daher wäre ein Wunsch, tatsächlich dort mehr an die Realität ranzukommen und diesen Verwendungsbericht auch aktueller zu haben, um tatsächlich das aktuelle Geschehen abzubilden und nicht das sozusagen vor diesem Paradigmenwechsel, den man jetzt hatte. Ich glaube, das ist am Ende keine Strukturfrage. Ich halte die Subsidiarität in diesem Land und die entspricht auch der Realität im Verkehr, der vor Ort stattfindet, eigentlich für das richtige strukturierende Element. Ich würde das nicht umdrehen wollen, sondern ich glaube, die Verantwortung der Kommunen und auch der Länder muss an dem Punkt gestärkt werden. Man muss ihr dann aber halt auch gerecht werden an diesem Punkt. Und das ist in den Bundesländern eine aus meiner Sicht sehr heterogene Situation. Wenn man sich den Bericht über die Verwendungsmittel anschaut, sieht man da Bundesländer, wo sehr viel getan wird, wo auch aktuell sehr viel getan wird, wo auch mit viel eigenem Landesgeld dort reingegangen wird. Und wir sehen Bundesländer, wo eine große Zurückhaltung noch herrscht, wo, glaube ich, noch Bremsen gelöst werden müssen. Von daher ist es für mich keine strukturelle Frage, sondern eine Frage der Kohärenz über die einzelnen staatlichen Ebenen an dem Punkt hinweg. Ich nehme aber allerorten durchaus auch wahr, dass auch die Länder in mehr Angebot investieren in der Breite an dem Punkt. Also von daher, das Thema Kohärenz ist, glaube ich, ganz wichtig. Das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Planbarkeit und Berechenbarkeit. Wir brauchen eine Mittelbereitstellung, die für Infrastrukturinvestitionen, die sich ja in diesem Land auf 5 bis 10 Jahre bis zu ihrer Realisierung strecken, auch eine sichere Finanzierung auch für die Kommunen an dem Punkt irgendwie da sind, mit ihrer Kofinanzierung. Wir haben, was das GVFG betrifft, die Entscheidung auf Bundesebene. Jetzt müssen die Landes-GVFGs angefasst werden und müssen dort eben auch mit flankierenden Landesmitteln ausgestattet werden. Und wir brauchen eine Überarbeitung der standardisierten Bewertung, die ja jetzt ausgeschrieben ist. Aber man sieht also sozusagen der Abstand von der politischen Entscheidung bis dann tatsächlich irgendwas auf der Schiene oder mit dem Bus dann passiert, der ist dann tatsächlich sehr lang. Und da sind die letzten 20 Jahre mit ihrem Paradigma einfach jetzt erstmal noch ein bisschen an Hemmschuh in dieser ganzen Geschichte. Von daher hoffen wir jetzt sehr darauf, dass die Standi sehr schnell dann novelliert wird und auch passend zum Gesetz dann einen Verkehrswendeanteil an dem Punkt irgendwie auch erhält. Aber ich würde an dem Punkt jetzt keine strukturellen Schwerpunkte setzen. Das Thema Digitalisierung, Mobilitätsgesetz war die weitere Frage, die ich zusammenfassen will. Ich glaube nicht, dass es ein Mobilitätsgesetz auf Bundesebene braucht. Dem Strukturfolgen der Subsidiarität halte ich das PBFG als Marktordnungsinstrument von Seiten des Bundes für ausreichend. Ich würde an dem Punkt eher an die ÖPNV-Gesetze der Länder denken oder vor allem im Schwerpunkt an die Nahverkehrspläne der Kommunen, die anders intermodal ausgestattet werden sollten, mit auch einer anderen Verbindlichkeit an dem Punkt. Ich glaube, da weist die Novelle des PBFG mit der Stärkung der kommunalen Steuerung an diesem Punkt, glaube ich, den richtigen Weg in dieser ganzen Frage. Das ist sozusagen die regulatorische Perspektive. Aus Kundenperspektive brauchen wir diese Vernetzung der Mobilitätsketten. Das ist meine feste Überzeugung, wir wollen von A nach B kommen und wir wollen das möglichst einfach und komfortabel. Und deshalb brauchen wir diese Vernetzung. Da arbeitet die Branche an verschiedenen Projekten, sowohl in Städten, aber auch in ländlichen Räumen an dem Punkt irgendwo dran. Das ist nicht immer ganz einfach. Und manche Barrieren wurden auch hier schon an dem Punkt irgendwie benannt. Eine weitere ist natürlich, dass wir eine Daseinsvorsorgeverantwortung haben. Also rein digitale Angebote werden so nicht funktionieren. Wir brauchen schon auch eine analoge Lösung für alle diejenigen, die nicht nur mit dem Smartphone unterwegs sind. Das merken wir ja jetzt bei mancher Anmeldung zum Thema Impfen auch, dass es vielleicht ganz gut ist, mal irgendwie auch nur mit einem analogen Angebot irgendwie da zu sein und nicht nur rein digital. Manche Mobilfunkabdeckung und Infrastruktur für Digitalisierung und Glasfaser im ländlichen Raum lässt auch noch zu wünschen übrig. Auch das begrenzt die Potenziale einer Digitalisierung an dem Punkt. Und ich glaube, wir sind als ÖPNV aufgefordert, für alle Kundengruppen eine angemessene Lösung an dem Punkt zu finden. Und da wird Digitalisierung auch nicht das alleinig Seligmachende sein, weil ich damit auch die
Qualitäts- und Sicherheitsprobleme im ÖPNV und das Angebot nicht substituiere. Also der Bus muss fahren und dann muss es einfach buchbar sein. Und dann würde ich immer dazu raten, den Umweltverbund als Ganzes zu sehen, Fahrrad, ÖPNV etc. nicht gegeneinander zu diskutieren, sondern als Einheit zu betrachten. Dafür braucht es aber, glaube ich, keinen gesetzlichen Rahmen, sondern das ist unternehmerische Verantwortung an diesem Punkt. Und im Kontext der Subsidiarität aus meiner Sicht vor Ort an dem Punkt zu lösen. Was das Datenthema betrifft, ganz kurz, wir plädieren immer für Open Service anstatt Open Data. Also jetzt unsere Daten, die ja einen Wert auch für die Unternehmen darstellen, einfach kostenfrei auf den Tisch zu legen, in der Hoffnung, dass irgendjemand sie aufgreift und damit etwas macht. Das ist aus unserer Sicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube schon, dass die unternehmerische Verantwortung auch für diese Daten dann bei uns sein müssen, weil wenn jetzt eine App zum Beispiel eine falsche Fahrplanauskunft gibt und wir überhaupt keinen Zugriff hätten, wie bei Open Data, dann landet die Kundenbeschwerde am Ende beim ÖPNV-Unternehmen. Wenn ich also keine Qualitätsanforderungen stellen kann an denjenigen, der meine Daten nutzt, das könnte ich bei Open Data nach der Definition nicht. Dann lasse ich dieses Qualitätsthema aus der Hand und verärgere eventuell meine Kunden, ohne dass ich Zugriff auf denjenigen habe, der die Kundenkommunikation bei sich hat. Also von daher brauchen wir, glaube ich, Standards und das ist dann eher Open Service als Open Data. Und natürlich wollen wir mit unseren Daten, offen gestanden, wir sind auch in einem Wettbewerbsmarkt, auch mit dem MIV, wir haben Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley, wir haben die OEMs, die dort sind. Wir würden gerne unsere Assets nicht verschenken müssen in dieser ganzen Frage. Die haben einen Wert für uns. Und dann ganz kurz zuletzt, ich glaube, dann bin ich zeitlich auch ordentlich im Rahmen, das Thema von Herrn Wiele, Barrierefreiheit, Schwarzfahren. Also wir sind natürlich der Überzeugung, das ist auch nichts Neues, dass Schwarzfahren Straftatbestand bleiben muss, um eben auch eine Abschreckungswirkung zu erzielen und eine Handhabe zu haben, eben auch um gegen Schwarzfahrer sinnvoll vorgehen zu müssen. Aber ansonsten schließe ich mich eigentlich Herrn Fuchs an dem Punkt an. Wie auch in der schriftlichen Stellungnahme betont, also 250 Milliarden Euro ist ungefähr der geschätzte Schaden durch Schwarzfahren in Deutschland bundesweit. Wenn wir da 2 Milliarden ausgeben, um ein Barrieresystem aufzurichten, dann ist das offen gestanden einfach ein Minusgeschäft in dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube auch, diese Entscheidung in Deutschland für ein grundsätzlich barrierefreies System, und Herr Fuchs hat es auch betont mit dem Thema Fahrrad etc. pp., ist die richtige Grundentscheidung. Wir müssen Barrieren abbauen im ÖPNV, um im ÖPNV zu fahren und keine Barrieren aufbauen. Von daher halte ich das für keine sachgerechte Lösung. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Herr Hensch, könnten Sie noch das Mikrofon ausschalten, bitte? Oh, super, danke. Bevor wir weitermachen, ich musste gerade beim Zuhören daran denken, meine 88-jährige Mutter, da ist ja nicht nur das Problem, das Ticket zu lösen, sondern da fängt es ja schon dabei an, wenn das Bahnsteig wechselt oder die Wagenreihenfolge wechselt. Also die können Sie ja gar nicht alleine irgendwie an den Bahnhof stellen. Und so geht es, glaube ich, vielen. Insofern ist es mit der Digitalisierung eine wunderschöne Sache. Aber wir sollten jetzt nicht dazu führen, dass wir da ein Zweiklassensystem aufstellen, wo manche Leute dann eben ausgegrenzt sind. Da habe ich noch nichts zu den Leuten gesagt, die vielleicht unserer Sprache nicht mächtig sind und in Deutschland irgendwie gerade sich als Gäste aufhalten oder Touristen. So, wir machen weiter. Dr. Stoffregen ist der Nächste. Auch an Sie sind 2 Fragen gerichtet. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite nochmal. Ein gutes neues Jahr. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Wir hatten einmal das Thema Regionalisierungsmittel. Auch da schließe ich mich dem Dank des Vorredners an. Ja, das war also die Steigerung der Regionalisierungsmittel jetzt gerade auch in den letzten 2016 einmal ein dicker Schluck aus der Pulle und im vergangenen Jahr nochmal ein nicht ganz so großer. Das war sicherlich für die Branche insgesamt ein großer Sprung nach vorne. Die Frage ging konkret nach der Beobachtung, dass einige Bundesländer da so ein bisschen eine Kriegskasse aufbauen und warum fließt das eigentlich nicht ab? Ja, und das Misstrauen der Bundesebene, sind die Gelder da eigentlich richtig platziert? Wir meinen schon, die Bundesländer, die das haben, haben in der Regel gute Gründe, warum sie das machen. Also da ist einmal einige ostdeutsche Flächenländer, die sehen, die ja wissen, was sie im Laufe der nächsten Jahre bis 2030, 2031 an Mitteln haben werden, sehen, die Kurve geht ab ungefähr Mitte der 20er Jahre deutlich nach unten. Und die sehen gleichzeitig ihre Verkehrsverträge und sagen, ab 2025 beispielsweise, wenn ich jetzt nichts ändere, ja, käme ich in die Situation, dass ich dann meine Leistung eigentlich nicht mehr bezahlen könnte. Das heißt, die müssen Rücklagen bilden, um das dann in der zweiten Hälfte der 20er Jahre auch noch leisten zu können.
Das ist durch die Regionalisierungsmittelanpassung des letzten Jahres ein bisschen gemildert worden, der Schmerz, aber nicht grundsätzlich verschwunden. Also da ist dann möglicherweise der Kipppunkt statt im Jahr 2025, ist er jetzt im Jahr 2027, aber es gibt ihn immer noch. Ja. Und würden die diese und müssten sie auf der anderen Seite kurzfristig abbestellen, dann wäre das für die, gerade für die ländlichen Räume an vielen Stellen, ein echter Schlag. Ja. Und insofern glaube ich, ist das grundsätzliche Vorgehen dieser Länder schon okay. Es gibt dann noch einige westdeutsche Bundesländer, die das auch machen. Da hat es häufig mit größeren Infrastrukturinvestitionen zu tun, wie der zweiten Berliner Stammstrecke, Münchner Stammstrecke der Münchner S-Bahn oder dem RAX im Ruhrgebiet. Ja, da sind für die nächsten Jahre deutliche Angebotsausweitungen geplant. Wenn das Geld jetzt schon verfrühstückt wird, dann gibt es diese Angebotsausweitung in den nächsten Jahren nicht. Und das würde einfach den regionalen Politiken total widersprechen. Insofern ist es natürlich nicht schön, wenn man das sieht, da liegt Geld auf dem Sparbuch. Ich sehe aber an der Stelle nicht wirklich, wie man das anders lösen sollte. Zweite Teilfrage war, gibt es einen Rückzug der Länder aus der SPNV-Finanzierung? Ich glaube das nicht. An bestimmten Stellen haben wir das, dass die Länder auch Regionalisierungsgelder nutzen, um Buslinien zu finanzieren. Aber auch das hat meistens seinen Sinn. Nicht selten handelt es sich um Linien, die in der Vergangenheit eingerichtet worden sind, um abbestellten SPNV zu substituieren. Das ist ja in gewisser Hinsicht sowas wie SPNV. Ja? Also er bildet diese Relationen, die es mal gab im SPNV, jetzt auf Bus, also mit Hilfe von Bussen ab, manchmal sogar besser als vorher. Wenn die Buslinie jetzt durch die Ortsmitte fährt und der Haltepunkt früher irgendwie einen Kilometer draußen auf dem Feld war, dann war das vielleicht auch die richtige Entscheidung. Ja? Das ist jetzt, sage ich mal, für unsere Mitgliedsunternehmen vielleicht nicht so toll, weil die können an diesem Geschäftsteil dann nicht partizipieren, aber aus Gesamtverkehrssicht sicherlich nachvollziehbar. Die zweite Frage richtete sich auf die Frage Wettbewerb im SPNV und die Frage der Reaktivierung von Bahnstrecken. Das ist wirklich ein kniffliges Thema. Also jeder, der sich mit Eisenbahnen beschäftigt, findet es toll, eine Deutschlandkarte zu sehen und gerade die Karte von den Kollegen vom VDV und der Allianz pro Schiene über mögliche Reaktivierungen, viele bunte Strecken, tolle Sache, ja, wenn man da mal wieder hinfahren könnte. Da bin ich auch nicht frei von. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die eine oder andere Reaktivierung wirklich auch Gesamtnetze stärken kann und auch wirklich einen Beitrag für die Mobilität im ländlichen Raum leisten kann, gerade auch als ein neues Rückgrat für weitere Verkehre, die sich dann da anschließen können. Man muss aber natürlich auch da gucken, ist der mögliche zusätzliche Regionalisierungsmittel-Euro, wenn er denn kommt, da gut angelegt oder ist er vielleicht besser in der zusätzlichen Verbindung im Ballungsraum oder dort, wo einfach noch mehr Leute auf Verkehr warten? Das kann man nicht pauschal beurteilen, das muss man sich im Einzelfall sehr genau anschauen. Was die Frage der wettbewerblichen Vergabe, speziell von reaktivierten Strecken angeht, kann man immer nur sagen, es kommt darauf an. Ja, also die Fälle, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, da waren es häufig kurzfristige Vergaben, die wahrscheinlich kaum anders gehen, weil man solche Strecken, die in der Regel ja nicht besonders lang sind, kein besonders großes Volumen haben, die wird man jetzt nicht mit großem Pomp in einem großen Vergabeverfahren vergeben wollen, sondern die wird man mittelfristig in ein größeres Netz einbinden. Ja? Und unter der Voraussetzung, dass das dann tatsächlich auch passiert, haben wir als Wettbewerbsverband damit auch kein grundsätzliches Problem. Nur es muss dann eben auch passieren. Ja? Also es kann keine Direktvergabe in alle Ewigkeit geben. Bei der Gesamtentwicklung der Intensivität des Wettbewerbs, da kann man ja im Verlauf der letzten 20 Jahre ja unterschiedliche Zyklen wahrnehmen. Bis 2000 ist überhaupt nicht viel passiert, dann wurde es mehr, dann kam die Finanzkrise, da wurde es wieder deutlich weniger. Wir hatten vor, ich würde mal sagen, 3, 4, 5 Jahren eine besonders wettbewerbsintensive Zeit, wo viele auch für die Verkehrsunternehmen attraktive Netze zu vergeben waren. Da hat es einen sehr, sehr harten Wettbewerb gegeben. Gleichzeitig allerdings auch eine Tendenz der Aufgabenträger, immer mehr Vorgaben zu machen. Also den Verkehrsunternehmen immer weniger Gelegenheit zu geben, sich positiv von Mitbewerbern abzugrenzen. Und zum Teil auch
eine Verkürzung der Wertschöpfungskette, sodass viele in Anführungszeichen Nebenleistungen separat ausgeschrieben wurden, wie Vertrieb, wie Fahrzeugbeschaffung und. Was ein bisschen dazu geführt hat, dass den Verkehrsunternehmen oftmals nur noch das Thema Personal und noch ein paar andere Dinge übrig blieb. Ja? Und sich nur noch da wettbewerblich bewähren zu können, ist keine gute Entwicklung. Ja? Weder aus Sicht der Mitarbeiter, aber auch nicht aus Sicht des Gesamtsystems, weil eben die Gefahr besteht, wenn, und tatsächlich ist genau das auch eingetreten, wenn durch andere Entwicklungen, zum Beispiel der Personalbedarf sehr stark steigt, also gar nicht so sehr das, was der individuelle Mitarbeiter bekommt, aber das, was man Personalbedarf braucht, und das in den Verkehrsverträgen nicht abgebildet ist, dann kann es eben schnell passieren, dass solche Verkehrsverträge notleidend werden. Und die Situation haben wir im Moment an einigen Stellen. Deswegen müssen wir mittelfristig oder eigentlich sogar kurzfristig das Vergabemodell an diesem Punkt nachjustieren. Das muss auch geschehen, sonst kommen wir wieder in die Situation, dass bei künftigen Ausschreibungen möglicherweise sich nur noch eine oder anderthalb Eisenbahnen beteiligen wollen. Und dann kämen wir wieder dahin, wo wir vor 20 Jahren schon mal waren. Und ich denke, das wollen wir nicht. Weder aus Sicht unserer Mitgliedsunternehmen natürlich, aber auch nicht aus Sicht des Gesamtverkehrssystems, weil sich der Wettbewerb insgesamt bewährt hat. Er hat mehr Value for Money aus Sicht der Aufgabenträger und des Steuerzahlers gebracht, aber auch eine deutlich höhere Qualität beim Endkunden. Und das ist eigentlich ein guter Weg, den wir auch weiter beschreiten wollen. Vielen Dank. Mir wurde gerade gesagt, dass nochmal überprüft werden soll, ob alle Mikros ausgeschaltet sind. Und ansonsten machen wir weiter mit Professor Dr. Knauf, dessen Universität den wunderbaren Namen Friedrich Schiller trägt. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier einen Beitrag zu leisten. Ich habe auf die Fragen, anders als die meisten meiner Vorredner, natürlich eine sehr juristische Perspektive. Und insoweit habe ich mich, das haben Sie sicher an meiner Stellungnahme auch schon gemerkt, natürlich vor allem mit den juristischen Baustellen beschäftigt, die einfach sozusagen auf Grundlage der bisherigen rechtlichen Ausgestaltung sichtbar geworden sind. Und sozusagen die Frage, die sich jetzt auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes speziell bezieht, beziehungsweise deren Ausübung, meine ich, bedeutet vor allem, dass man überlegen muss, wie kann man das, insbesondere das PBFG an der Stelle, was ja jetzt zur Novellierung auch ansteht, besser und auch sozusagen vollzugsgeeigneter gestalten. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wirft insoweit kein grundsätzliches Problem auf. Wir befinden uns im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Die Erforderlichkeitsklausel ist zu beachten. Daran wird eine Bundesgesetzgebung im Bereich des Personenbeförderungsgesetzes meiner Meinung nach aber jedenfalls dann nicht scheitern, wenn man jetzt nicht versucht, auf der kommunalen Ebene sozusagen alle Details vorzugeben. Und wir müssen natürlich auch das Aufgabenübertragungsverbot an die Kommunen ohnehin beachten. Und ich glaube, wenn man sich in dem Rahmen bewegt, dann gibt es da auch keine verfassungsrechtlich besonders großen Schwierigkeiten, jetzt bezogen auf die Kompetenzfrage. Was wir tun müssen, ist aus meiner Sicht nicht die grundsätzliche Aufgabenverteilung im ÖPNV in Frage zu stellen. Das halte ich vom Prinzip her für ganz sinnvoll gelöst, dass man im Moment Bund, Länder und Kommunen sozusagen jeweils bestimmte Beiträge leisten lässt. Und auch die Austarierung erscheint mir aus juristischer Perspektive durchaus ganz sinnvoll. Ich habe an zwei Stellen in meiner Stellungnahme auch gewisse Zweifel geäußert, was die Europarechtskonformität der bestehenden rechtlichen Ausgestaltung angeht. Da sollte man aus meiner Sicht dringend ran, insbesondere was diese sogenannten nationalen Strategiepapiere auf Grundlage der Verordnung 1370 angeht. Da habe ich aus dem Verkehrsministerium gehört, dass man glaubt,
dass der Nahverkehrsplan in seiner derzeitigen Ausgestaltung alles wunderbar abbildet. Das halte ich allerdings für unzutreffend. Hier müsste, da könnte der Nahverkehrsplan durchaus als Ansatzpunkt auch dienen, aber es müsste, meiner Meinung nach, müsste hier noch etwas dazukommen. Also insoweit sozusagen ist das Thema Europarechtskonformität etwas, was auf jeden Fall zu berücksichtigen wäre. Und darüber hinaus gibt es eben bei der jetzigen Ausgestaltung, insbesondere im Personenbeförderungsrecht, viel mehr Baustellen und Änderungsnotwendigkeiten aus meiner Sicht, also das ist eine rein sozusagen juristisch-technische Sicht, als das auch im Rahmen des vorliegenden Vorschlags für die Änderung des PBFG vorliegt, dass man eine gewisse Modernität hier schafft und dass man sozusagen Digitalisierung ermöglicht und vorantreiben will. Das halte ich für in der Sache richtig. Auch wie man das versucht, damit habe ich relativ wenig Probleme. Das lässt sich sicher so darstellen, ob gerade flexible Bedienformen sozusagen in der jetzt vorgesehenen Form, ob das jetzt der Weisheit allerletzter Schluss ist, das weiß man sowieso immer erst, wenn man es ausprobiert hat. Also im Vergleich zu dem, wo wir im Moment sind, wo insbesondere die Paragraphen 2 Absatz 6 und 7 eben diese Ausnahmezulassung von atypischen Verkehren beziehungsweise die Versuchsklausel, das ist aus meiner Sicht nicht tragfähig. Also da muss der Bundesgesetzgeber auf jeden Fall ran und das sehe ich auch in dem jetzt vorliegenden Entwurf. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wo ich gewisse Schwierigkeiten sehe, ist, dass wir etwas aus den Augen verlieren, worüber wir eigentlich bei diesem ÖPNV-Recht, was ja im Kern eben jenseits der Eisenbahnen auch eben Personenbeförderungsgesetz bedeutet, worüber wir da eigentlich sprechen. Historisch reden wir über einen Bereich, der sich aus dem Gewerberecht heraus entwickelt hat. Und wenn man sich das heutige PBFG anguckt, dann sieht man da auch immer noch ganz viel Gewerberecht drin und man sieht relativ wenig Verkehrswende sowieso nicht, aber man entdeckt zum Beispiel auch die öffentlichen Verkehrsunternehmen gar nicht. Und also das PBFG war zwar schon, als man die erste Fassung in den 30er Jahren geschaffen hat, hat es schon nicht die Realität wieder gespiegelt und daran hat sich leider in weiten Teilen nichts geändert seither. Ohne dass man deswegen unbedingt jetzt auf ein Bundesmobilitätsgesetz oder so etwas, also ich lehne das nicht grundlegend ab, meine aber, das lässt sich auch durchaus sozusagen im Rahmen der bestehenden Gesetze regeln, sozusagen, dass man die bestehenden Regelungen daraufhin hinterfragt, ob sie der Funktion des ÖPNV als Teil der Daseinsvorsorge gerecht werden, ob sie die sehr komplexe Grundrechtssituation, die wir in diesem Bereich finden, angemessen Rechnung trägt und auch entsprechend die betroffenen Grundrechte hinreichend schützt. Und selbstverständlich das Thema Klimaschutz ist eines, was man da auch wahrscheinlich mehr berücksichtigen sollte, wenn man das ernst meint, als einfach in zwei Vorschriften einzufügen und umweltverträglich. Ja, das ist nicht schädlich, wird aber sicher auch jetzt schon mit berücksichtigt. Was schlecht funktioniert, jedenfalls nach dem, was ich so höre, ist sozusagen das Zusammenwirken der Regelungskonzepte von Europarecht und nationalem Recht. Das nationale Recht geht ja eigentlich von einem eigenwirtschaftlich tätigen Unternehmer aus im ÖPNV, den gibt es aber zunehmend weniger. Und das Problem ist, wenn diese eigenwirtschaftlichen Unternehmer erst einmal weg sind, dann kommen sie auch nicht so schnell wieder. Das ist jetzt kein im ersten ein juristisches Problem, nur man muss sich klar machen, dass sozusagen die Anwendung des derzeitigen Rechtsrahmens perspektivisch dazu führen kann, dass sich unsere Anbieterstruktur sehr grundlegend ändern kann. Das Thema Wettbewerb ist eines, was im PBFG eigentlich angelegt ist als Genehmigungswettbewerb, was auch in der Verordnung 1370 angelegt ist mit dem wettbewerblichen Vergabeverfahren und was im Eisenbahnbereich auch tatsächlich ganz gut klappt. Im Busbereich allerdings sehen wir ganz viele Direkt- bzw. Inhouse-Vergaben und dann bleibt von Wettbewerb eigentlich nicht mehr furchtbar viel. Solche
Organisationen sozusagen von ÖPNV durch die öffentliche Hand setzen immer voraus, dass sie es besser weiß. Häufig weiß sie es leider nur dann besser, wenn sie sich dann auch entsprechend beraten lässt. Also ich gönne all den Kollegen, die über Land fahren und ÖPNV-Unternehmen beraten, ihr Geschäftsfeld durchaus. Aber ich meine, hier sollte man doch vielleicht nicht sozusagen das eine Geschäftsmodell, nämlich des Verkehrsunternehmers, durch ein anderes Geschäftsmodell, nämlich des Verkehrsberaters, einfach ersetzen und glauben, dann wird alles besser. Also ich habe Ihnen die aus meiner Sicht wichtigen Punkte, sozusagen, wo man ansetzen könnte, mit einigen Vorschlägen, in welche Richtung es gehen könnte, in meiner schriftlichen Stellungnahme ja zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann man da auch viele Dinge anders sehen. Was ich glaube, was dringend erforderlich ist, ist, dass der Gesetzgeber etwas bewusster sozusagen sich macht, welche Konsequenzen bestimmte gesetzliche Regelungen dann in der Praxis wahrscheinlich haben werden. Das Problem haben wir gerade bei den allgemeinen Vorschriften zuletzt gesehen, bei denen der Bundestag 2012 davon ausgegangen ist, ja, die wird es schon geben und die sichern dann die Eigenwirtschaftlichkeit. Kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht uns mitgeteilt, dass es keinen Anspruch darauf gibt und die Kommunen entsprechend ein Wahlrecht haben, ob sie das nutzen oder nicht. Daraus folgt dann aber eben sozusagen eine, ich habe das mal als Marktstrukturverantwortung der Aufgabenträger bezeichnet, für die, die einfach nicht da und nicht vorbereitet sind. Das sind Dinge, wo der Gesetzgeber meiner Meinung nach herangehen sollte. Insoweit plädiere ich perspektivisch, das wird sicher nichts mehr diese Legislaturperiode, aber doch für eine, wenn Sie so wollen, große PBFG-Novelle, die dann sozusagen unter sozusagen Rückgriff auf auch gewisse, wenn Sie so wollen, ordnungspolitische Vorstellungen, dieses Feld neu ordnet. Und das muss, insoweit komme ich jetzt sozusagen zurück zur Frage Ausübung der Gesetzgebungskompetenz, im Wesentlichen durch den Bundesgesetzgeber aus meiner Sicht erfolgen. Da sind die Landesgesetzgeber überfordert und die Kommunen als Aufgabenträger können es ohnehin nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Professor Knie, bitte. Und dann kann sich schon mal Professor Mitusch auf die nächste Runde einstellen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Es ging um die erste und letzte Meile. Bevor ich die aber beantworte, doch noch mal eine kleine allgemeine Anmerkung. Also wenn man natürlich alles so lassen will, wie es ist, ne, oder endlich nehmen Sie mal das, was wir jetzt im Moment in den Städten haben, okay findet. Wir haben in Berlin die bestausgebauteste ÖPNV-Stadt, die wir wahrscheinlich in der Welt kennen. 24,8% der Wege, 24,8, auch nicht mehr. Am Land sind wir bei 4,5%. Wenn das okay ist, dann können wir hier ein bisschen reparieren, ein bisschen was machen und dann ist auch gut so. Sollten wir das aber nicht meinen, sollten wir denken, wir hätten sowas wie Klimawandel oder wir hätten sowas sogar wie Verkehrswende vor uns, dann fühle ich mich ein bisschen wie auf dem Sonnendeck der Titanic. Ne, was sehen wir denn? Wir laufen doch, die Kunden laufen uns doch weg. Ne, ich habe Ihnen ja ein paar Zahlen, die wir mit Infos auf der MED-Basis machen. Wir haben noch 5%. Es wird auch nicht besser. Auch in den Städten. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade mal fährt. Ich fahre jeden Tag. Ne, ich habe hier dieses wunderbare Kärtchen. Ich sage es noch mal, dass man das noch mal zeigt. Ne, das ist unsere Wunderkarte, kennt nur keiner. Übrigens analog an Dinosaurier. Können Sie digital gar nichts mitmachen. Dann können Sie doch nie mal buchen. Das nur zum Zustand. So, dann kommen wir zum Technischen. Wir laufen doch völlig weg. Technologisch ist das doch ein analogisches Dinosauriertum, was wir haben. Und das Dritte ist, die rechtlichen Konstruktionen, in denen diese Menschen, die das dennoch tun, um jetzt auch nochmal eine Wertschätzung auch zu denen, die das unter den Bedingungen machen, können doch gar nicht besser werden. Das Erste, es fängt schon damit an, dass wir gar keinen unternehmerischen Anreiz haben. Herr Stoffring hat es ein bisschen angedeutet. Ne, solange die Zahl der beförderten Kunden nicht wichtig ist für die Gesamtstruktur, werden wir auch nichts ändern können. Sollte das sein, und es gibt sogar noch einige Finanzierungsmodelle, wo sogar die zusätzlich gewonnenen Kunden wieder schlecht werden, weil man das wieder abzieht. Solange wir das haben, werden wir keinen Anreiz haben. Haben wir Lohndumping, haben wir Produkte, die keiner will. Und keiner versteht. Das Zweite ist, wir haben eine Konstruktion, um das auch mal ganz klar zu machen, das Auto, das private Auto ist im deutschen Recht ein Gemeingebrauch. Wer in aller Welt hat erfunden, dass ich ein privates Auto auf öffentlichem Raum abstellen kann?
Das ist kein Naturgesetz, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist von 1966 erst, das berühmte Bremer Laternenparker-Urteil. Erst dann wurde es erst legal. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine Realität vor Augen, wie wir glauben, das ist so. Nein, das Abstellen von privaten Autos ist Gemeingebrauch, darf überall passieren. Wie wäre denn mal der Gedanke, wenn das nicht passieren würde? Das private Abstellen ist verboten. Sie suchen sich bitte einen privaten Stellplatz. Schwuppdiwupp hätten wir eine ganz andere Situation. Übrigens, die Schweiz ist gerade dabei, das zu tun. So, Carsharing-Modelle, ne, die wir hier immer wieder gerne, ich bin seit 25 Jahren der Carsharing-Geschäft unterwegs und immer eine liebevolle Diskriminierung erlebt. Carsharing ist wunderbar, alle wollen Carsharing. Nur Carsharing ist eine Sondernutzung. Und selbst unser Berliner Senat plant jetzt für dieses Carsharing-Modell dann eine Sondernutzungsgebühr zu erheben, für das Abstellen. Weil das ist ja kommerzielle Nutzung des öffentlichen Raums. Das wird bestraft oder zusätzlich mit Abgaben belegt. Während mein privates Auto, hätte ich eins, könnte ich abstellen und mitten in Berlin kann ich es tun, ohne nur einen Cent zu bezahlen. Ohne einen Cent zu bezahlen. Wir haben keine Parkraumbewirtschaftung in Berlin. So, unter den Bedingungen reden wir über öffentlichen Nahverkehr. Was kann denn da noch bleiben? Da kann nicht mehr so viel bleiben. Jetzt wieder zurück zur Konstruktion. Wir müssen, um das auch noch mal jetzt wieder konstruktiv zu wenden, die Regionalisierungsmittel, das ist unser Vorschlag, oder sagen wir mal ganz grundsätzlich, der ÖPNV war eine gute Idee, als es das Auto noch nicht gab. Seitdem wir seit 50, 60 Jahren voll auf das private Auto setzen, und ich bin selber auch ein Nutznießer dieses privaten Autos gewesen, können wir nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Und das Auto bringt uns leider von A zu B. Und zwar direkt, meistens sogar noch vor der Tür. Wenn wir die Menschen von den Autos in den ÖV holen müssen, müssen wir besser sein als das Auto. Das heißt, wir müssen mindestens mal A und B machen. Deshalb die Idee, die Regionalisierungsmittel zusätzlich mit 1% Mittel zu versorgen, um genau diese letzte Meile auszuschreiben. Denn die sind natürlich jetzt nicht vorgesehen. Das, was bereitgestellt wird, sind Zug- und Buskilometer. Und zwar unabhängig, ob da Menschen mitfahren oder nicht. Das muss man auch noch mal deutlich sagen. Solange das so bleibt, haben wir immer das Problem. Wenn die letzte Meile aber mit ausgeschrieben wird und das mit einem kombinierten Vertrag, wo wir Unternehmerisches tun, mit aber daseinsvorsorgenden Aufgaben, dass wir die Menschen nämlich in den ländlichen Räumen erschließen und übrigens auch in Städten gibt es noch riesige Lücke, dann können wir da hoffen, dass wir dann mehr Menschen in die dann wundervoll bestellten Busse und Züge kriegen. Sonst nicht. Mehr vom Gleichen hilft nicht, wenn ich vom Bahnhof nicht wegkomme. Die Leute wohnen nicht im Bahnhof. Und sie wollen auch meistens nicht zum Bahnhof. Das sind leider nur Zwischenstationen. Wir vergessen es nur. Simple, einfache Wahrheiten, die haben wir völlig vergessen. Zum PBFG, Herr Knauf hat es ja schon gesagt, das ist, ich sage mal ganz bewusst, ein Nazi-Gesetz. So sieht es auch nur aus. Eine sehr staatliche Festschreibung eines nicht unternehmerischen Tuns. Da wollen wir jetzt was reparieren. Und mein Pipitum ist nur, dass wir wenigstens versuchen, den Geltungsbereich ein bisschen zu verändern, dass wir mindestens bei 35 Cent pro Kilometer erst anfangen, die PBFG-Regulierung anzusetzen und im ländlichen Raum bitte auf 65 Cent gehen, sodass wir bis 65 Cent Mitnahme, das ist mehr als die Betriebskosten, dann, da sind wir nicht bei Uber, da sind wir nicht bei kommerziellen Möglichkeiten, aber wir sind bei einer sehr, sehr großen Vielfalt von digitalen Strukturen, die wir brauchen, um Menschen anders zu transportieren als mit Bussen und Bahnen. Es gibt nämlich wunderbare Möglichkeiten, dass andere Menschen andere Leute mitnehmen. Letzter Satz, wenn wir hier in Phoenix wären, in Arizona, dann würden wir über sowas gar nicht diskutieren. Da würden wir rausgehen, da käme ein Auto, da säße keiner drin und würde uns mitnehmen. Das ist übrigens, wann kommt Robotaxi? Es ist da. Das nur mal so zur Realitätseindämpfung, was wir uns hier eigentlich an Debatten erlauben. Da sind andere schon schlauer. Und wenn wir das mit großen Gefäßen verbunden könnten, wären wir wunderbar unterwegs. Vielen Dank. So, vielen Dank, Professor Mitusch, wie angekündigt. Sie haben das Wort, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier mal im Verkehrsausschuss wieder sprechen zu dürfen. Vielen Dank für die Frage, Herr Dont. Sie hatten sozusagen zwei Fragen gestellt und beide auch an mich gerichtet. Erstens, wie bewerten Sie die Erhöhung der Regionalisierungs-GVFG-Mittel, die in den letzten Jahren erfolgt ist? Das ist natürlich
positiv zu sehen, auf jeden Fall. Das musste ja in Ordnung gebracht werden. Also die Mittel reichten ja überhaupt nicht. Wir hatten, es war alles notleidend. Auch der Zusammenhang zur Klimapolitik ist natürlich in dem Sinne klar mit Klima, Energiewende. Man will ja woanders hin. Das kann man ja nur machen, wenn die Grundlagen sozusagen repariert sind, wenn die grundlegenden Systeme, die Infrastrukturen, die Verkehrssysteme, die Verkehre, die wir haben, die wir brauchen, von denen wir ausgehen können, wenn das überhaupt nicht am Kaputtgehen ist, sondern weiter existieren kann. Da sehe ich also insbesondere den Bezug, dass man das gemacht hat. Also jetzt haben wir doch die Hoffnung, dass man den ganzen Investitionsrückstand wieder nachholen kann. Das ist sehr gut. Die Frage, ob man jetzt so hehre Ziele noch draufsetzen sollte, wie Verdoppelung der Fahrgastzahlen. Also zum Glück hat man nicht gesagt, Halbierung der MIV-Fahrgastzahlen, das wäre dann zu viel gewesen, aber eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im ÖPNV ist ein hehres Ziel. Ich würde raten, es nicht allzu militant zu verfolgen. Es ist nicht sicher, ob es sinnvoll ist, ob es machbar ist, insbesondere realistisch. Es wird ja auch dann immer teurer. Also wenn wir die Fahrgäste verdoppeln wollen, dann müssen wir die Kosten eher verdreifachen. Denn die wirtschaftlichen Verkehre sind ja als erstes schon bedient. Wir kommen also dann in die eher unwirtschaftlichen rein. Das ist dann schon etwas, ja, ich würde es als lockeres Ziel sehen. Sie hatten dann die Frage gestellt, wie animiert man die Länder hier mitzuziehen. Also generell, wenn wir die Mittel jetzt stärker ausbauen, man hat jetzt also sie mächtig ausgebaut, wenn man sie mit Perspektive auf eine Verdoppelung oder sei es auch nur 50% Wachstum weiter ausbaut, dann muss man eben auch mehr auf den effizienten Einsatz der Mittel achten. Solange alles notleidend ist, wenn man das Mindeste zureibt, dann braucht man sich darum kümmern. Das wird natürlich verwendet, um das Nötigste zu machen. Aber wenn man jetzt wirklich Richtung Ausbau denkt, man will mehr haben, man will es ausreichend finanzieren, dann muss man sich auch darum kümmern, dass die Mittel nicht verschwendet werden. Sonst hat man sehr schnell eine Verdoppelung der Kosten, ohne dass irgendwas passiert. Ja, und deswegen habe ich auch in meiner Stellungnahme, wir brauchen also mehr Wettbewerbselemente, wir brauchen eventuell mehr Benchmark-Untersuchungen, um zu schauen, sind die Mittel effizient eingesetzt worden. Wir haben im SPNV natürlich einen Ausschreibungswettbewerb, der ist ganz wichtig, aber Herr Stoffregen hat schon angedeutet, er ist auch nicht mehr so intensiv heutzutage. Also vielleicht würde man da mit Effizienzanalysen mal nachhaken können und zu schauen, ob es in Ordnung ist und ob man die Gelder effizienter einsetzen muss. Das ist eben, wir brauchen ein bisschen mehr Flexibilität und mehr Kontrolle und auch mehr Rückfragen. Ist das Geld vernünftig eingesetzt, wenn wir die Gelder erhöhen wollen? Das gehört dazu. Ja. Deswegen, also ich habe ja hier auch die Kontrolle der Mittelverwendung in Regionalisierungsmittel. Der Bundesrechnungshof hat ja angemahnt, das muss ein bisschen schneller laufen mit den Nachweisen. Und ich habe ja hier vorgeschlagen, vielleicht würden wir die Länder auch fragen, macht mal eine Planrechnung für die nächsten 5 oder 10 Jahre, sodass das erkennbar ist, ihr gebt die Länder auch, die Gelder auch vernünftig aus. Da könnte dann auch sowas dabei sein, dass man sagt, ja, wir halten was zurück, weil wir können schon absehen, in 5, 6, 7 Jahren brauchen wir mehr Geld, dann wäre das sozusagen im Begründungszusammenhang mit drin. Und dann könnte man auch in 5, 6, 7 Jahren nachprüfen, ist das auch so gelaufen, wie das anvisiert wurde. Und dann hätte man einen besseren Rechtfertigungshintergrund, um hier die Kontrolle der Mittel und die richtige Verwendung der Regionalisierungsmittel durch die Länder zu regeln. Ansonsten würde ich aber davon abraten, also wie gesagt, das sollte man einführen, auch vielleicht Benchmarks-Untersuchungen, wie ist der SPNV. Ansonsten würde ich sagen, wir brauchen die Länder beim SPNV nicht zu beteiligen. Ich glaube, das ist ganz gut schon geregelt. Dafür haben wir sie ja beim GVFG. Da gibt es ja immer nur Teilfinanzierung. Und da könnte man natürlich auch verstärkt auf den effizienten Mitteleinsatz schauen. Wie animiert man die Länder überhaupt finanziell mitzuziehen?
Es soll ja Gespräche, verstärkte Gespräche geben zwischen allen drei Ebenen. Die jetzigen Erhöhungen der Mittel sind gemacht worden. Es gibt aber hier in einigen Stellungnahmen von Verdi, VDV und Städtebund, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch den Hinweis, es gibt Lohnsteigerungen, es gibt Probleme mit Überalterung, also Verrentung von vielen Leuten. Wir brauchen neue Leute, wir brauchen Ausbildungsabgaben. Wir haben ja zu diesem Thema auch als wissenschaftlicher Beirat vor ziemlich genau einem Jahr eine Stellungnahme zum Fahrermangel beim LKW-Verkehr gemacht. Also das ist ein Thema, was ziemlich wichtig ist. Darüber sollte man sich auch kümmern. Man sollte damit die Kommunen nicht alleine lassen. Das ist ein bisschen zu eng, aber man könnte hier schon überlegen, in Gesprächen abgestimmt, das wäre vielleicht ein Beitrag, den die Länder dann bringen könnten, von der finanziellen Seite. Von der Verantwortung, von der Frage, wie man rangeht, sollte der Bund sich auch mit beteiligen. Aber wenn man jetzt verstärkt zwischen den föderalen Stufen kommuniziert, könnte man sagen, ja, okay, das ist vielleicht ein Beitrag, den die Länder dann bringen müssen an zusätzlicher Finanzierung in der Zukunft, wenn er ankommt. Das mal so als konkreter Vorschlag in diese Richtung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt mit Blick auf die Uhr wird es jetzt ein bisschen knapp mit der zweiten Runde. Meine herzliche Bitte wäre jetzt einfach an die Kolleginnen und Kollegen, die Redezeit nicht ganz auszuschöpfen, also sowohl was den Umfang als auch die Länge der Fragen angeht und an die Sachverständigen, wenn es irgend möglich ist, ebenfalls ihr Kontingent nicht auszuschöpfen. Da kriegt man es vielleicht noch hin mit der Punktlandung. Hintergrund ist, wir haben nachher Plenum, deshalb machen wir jetzt gleich weiter. Kollege Dont für die CDU-CSU-Fraktion, bitte. Ja, vielen Dank für die Antworten in der ersten Runde. In der zweiten Runde ging meine erste Frage an den Herrn Professor Dr. Sommer. Eigentlich wollte ich sie auch an Herrn Fuchs stellen, aber ich nehme jetzt den Herrn Sommer, aber vielleicht kann ja der Herr Fuchs, wenn er sowieso was antwortet, darauf eingehen. Ganz plump gefragt. Und provokant gefragt, kann oder muss man sogar so etwas wie eine Grenze hinsichtlich der Abgelegenheit oder der Bevölkerungsdichte ziehen, ab der man dann mal sagen muss, ab hier lohnt sich eine weitere Anbindung an den ÖPNV wirtschaftlich nicht und die Bewohner müssen dann zumindest mit dem PKW einige Kilometer bis zum nächsten Park and Ride oder Anknüpfungspunkt zurücklegen. Jetzt andersrum gefragt, benötigen wir andere Ansätze und Förderinstrumente für mehr klimafreundliche Mobilität im ländlichen Raum oder gibt es neue Personenbeförderungsgesetz da schon die richtigen Instrumente an die Hand? Die zweite Frage nochmals an den Herrn Professor Dr. Mitusch und vielleicht hört auch der Herr Knauf besonders zu. Frage der Umverteilung. Vielleicht wundert Sie das jetzt, dass ich das frage, aber wenn wir über Neustrukturierungen, was ja getan wird in der ÖPNV-Finanzierung, sprechen, dann taucht ja da auch das Problem auf, dass ich für dieselbe Entfernung, also in meinem Wahlkreis, von meinem Wohnort zum Flughafen nach Stuttgart, mit dem ÖPNV das Doppelte bezahlen muss, wie wenn ich dann vom BER hierher zum Bundestag fahre. Selbe Strecke, selbes System, nämlich öffentlicher Nahverkehr, aber doppelter Preis bei mir zu Hause. Auch das hält ja Menschen auf dem Land von der Nutzung des ÖPNV ab. Und auf der anderen Seite hat ja der Berliner deutlich mehr Gründe und Möglichkeiten, auf sein Auto zu verzichten, als jetzt jemand, der auf dem Land wohnt. Und trotzdem ist bei ihm nur halb so teuer wie bei mir auf dem Lande. Also wenn wir, was ja auch in den Stellungnahmen zum Teil ja kam, mit der Nahverkehrsabgaben sprechen, muss man da nicht auch den Effekt großflächige Querfinanzierung zwischen Stadt und Landbewohnern sprechen oder auch über Landesgrenzen hinaus? Ja, warum ist das da relevant? Oder ist es nicht alles schon abgedeckt durch die Steuermilliarden, die ja von jedermann aufgebracht werden und die dann in das System reingebracht werden? Und insofern die Frage, das, was gerade ja angesprochen wurde, das Thema Effizienz, Benchmarking, ja, wie kann man dieses aufgreifen? Dankeschön.
Vielen Dank. Wir machen gleich weiter. Herr Wiele für die AfD-Fraktion, bitte. Vielen Dank. Ich konzentriere mich jetzt auf Nachfragen. Und zwar in dem Zusammenhang von den möglicherweise im langfristigen verhaltensmäßigen Folgen der Corona-Krise, weil ich an ein paar Stellen das Gefühl habe, da sollte man schon noch mal ein Stückchen tiefer reinschauen. Und ich stelle meine Fragen an Herrn Fuchs und Herrn Dr. Schilling noch mal. Da geht es jetzt einerseits darum, aus der Sicht der Städte und Gemeinden, vielleicht wäre es natürlich besser, aber haben wir heute nicht, wenn wir jemanden für die Großstädte vom Städtetag hier hätten. Aber ich hoffe, Herr Fuchs kann auch was dazu sagen, welche langfristigen Konsequenzen die Städte jetzt für Auslastung im öffentlichen Nahverkehr und vielleicht auch für die Durchsetzbarkeit bestimmter Maßnahmen. Ich hatte ja vorhin schon autofreie Innenstädte angesprochen. In Bremen gibt es gerade eine Initiative, davon abzurücken. Welche langfristigen Folgen erwarten Sie in diesem Zusammenhang? Also speziell Auslastung ÖPNV und Durchsetzbarkeit von restriktiven Maßnahmen auch gegenüber dem Wettbewerb des ÖPNV, nämlich eben dem Individualverkehr. Und Herrn Dr. Schilling möchte ich an der Stelle einerseits die gleiche Frage stellen, also mit Blick, aber dann auch verstärkt auf das, was Sie jetzt an Zahlen kennen von Ihren Unternehmen, die bei Ihnen organisiert sind. Mit welchen Fahrgastzahlen rechnen Sie für die Zukunft? Haben Sie schon irgendwelche Prognosen? Kommt das wieder auf die 100% von vor Corona zurück oder wird es da andere Zahlen geben in Zukunft? Danke. Kollege Müller, bitte für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich sagen, dass es aus meiner Sicht heute hier um eine Auftaktveranstaltung geht, ne? Weil das vorhin ja schon mein Thema war, ob das dann ein Gipfelgespräch ist oder High Level oder irgendwie. Es wird ein Thema sein für die Zukunft, sich um den ÖPNV der Zukunft auch zu kümmern. Und zwar in dieser Ebene juristisch, fachlich und so weiter. Das muss unser Thema sein. Weil, und das möchte ich voranstellen, wir haben hohe Anforderungen, hohe Ansprüche an den öffentlichen Personennahverkehr der Zukunft. Wir wollen einen höheren Anteil am Modal Split. Wir brauchen bessere Linien, eine höhere Vertaktung, Angebotserweiterung. Und wenn ich jetzt sage 365-Euro-Ticket, konnte man ja vor ungefähr einem Jahr sehen, wie hoch die Anmeldung hier im BMVI waren, wo man sich schon dieses Projekt beworben hat. Davon ist derzeit ja auch keine Rede mehr, weil wir gerade alle zufrieden sind, wenn wir den Status quo finanzieren können. Meine Frage ist also an der Stelle, und die geht überhaupt nicht in Richtung Infrastruktur, Fahrzeugförderung, Infrastruktur, Streckenausbau, GVFG, das ist aus meiner Sicht alles ganz gut geregelt. Man könnte immer mehr reinstecken. Die Verkehrsunternehmen, seien es die kommunalen, die stehen vor dem Problem der Finanzierung des Betriebes. Personalkosten, das ist ein großes Thema, Materialkosten. Die Fahrgeldeinnahmen, sei es Verbundeinnahmen, decken zum Großteil meistens nicht mal ganz genau die Personalkosten. Weder Abschreibung noch Material ist dabei gedeckt. Das kommt dann aus den kommunalen Zuschüssen. Das kommt aus dem steuerlichen Querverbund bei eigenwirtschaftlichen Unternehmen oder aus den Regionalisierungsmitteln. Meine Frage wäre, die erste an Herrn Fuchs, wie kann man das für die Zukunft dauerhaft, zukunftsfähig, tragfähig, langfristig planen? Wir leben von der Hand in den Mund. Wir wissen, dass die Kommunen abhängig sind von ihren Haushalten. Wir wissen auch, dass die Länder abhängig sind von ihren Haushalten. Und dieser Punkt ÖPNV natürlich schon immer ein Stück weit Verhandlungsmasse ist bei Haushaltsverhandlungen. Wie kann es uns gelingen, diesen ÖPNV der Zukunft, der teuer sein wird, teuer sein muss, langfristig, tragfähig, planbar zu finanzieren? Und die zweite Frage geht an Herrn Schilling. Es wurde ja angesprochen, Regionalisierungsmittel werden ja unterschiedlich eingesetzt. Zum Großteil werden durch Regionalisierungsmittel für den SPNV eingesetzt, für Bestellerleistungen und nicht für den ÖPNV, nicht für Bus- und Straßenbahn. Wie kann es aber gelingen, auch Regionalisierungsmittel planbar, verlässlich, quotiert auch für Teile des ÖPNV einzusetzen, damit also Regionalisierungsmittel möglicherweise als zweite Säule auch einen Teil der Finanzierung im ÖPNV beitragen kann. Vielen Dank. Danke sehr. Kollege Müller hat meines Erachtens recht. Das kann allenfalls ein Auftakt hier sein. Wir werden uns mit dem Thema, unabhängig davon, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, auf jeden Fall nochmal beschäftigen müssen. Trotzdem mit Blick auf die Uhr nochmal mein Hinweis, dass alle gucken, sich möglichst kurz zu fassen. Kollege Herbst hat das Wort für die FDP-Fraktion. Es ist jetzt ein bisschen fies, dass ich es jetzt gerade vor Ihnen gesagt habe, aber ich muss halt auf die Uhr schauen.
Hatte ich eh vor. Ich habe die erste Frage an Professor Mittusch. Er hat in seiner Stellungnahme ausgeführt, dass das Klimathema zu groß und das realistisch erwartbare Ausmaß von Verkehrsvermeidung zu klein sei. Zitat. Jetzt die Frage, Thema Effizienz. Es geht ja darum, dass wir mit jedem Euro, den wir einsetzen, A, das bestmögliche Angebot machen und B, auch die sinnvollste CO2-Reduzierung erreichen wollen. Was lässt sich wie an Effizienz eigentlich steigern? Wie kann man das organisieren? Und wo sind vielleicht auch die Grenzen des ÖPNV, wo auch ein weiterer eingesetzter Euro einfach keinen Sinn mehr ergibt in den beiden beschriebenen Kriterien? Meine zweite Frage richtet sich an Dr. Stoffregen. Er hatte schon angesprochen, das Thema Wettbewerb und Wettbewerbsintensität und dass die darunter leidet, dass zum Teil, sagen wir, die Wertschöpfungstiefe, die ausgeschrieben wird, zurückgegangen ist. Jetzt meine konkrete Frage, um dann nochmal nachzubohren, was kann man denn vom politischen und administrativen Rahmen tun, dass der Wettbewerb belebt wird, dass mehr Angebote eingehen bei Ausschreibungen und es vielleicht auch Anreize gibt, sowohl qualitativ als auch quantitativ zusätzliche Beförderungsleistungen zu erbringen. Vielen Dank, vorbildlich, das Zeitmanagement. Frau Kollegin Leidig, bitte für die Fraktion Die Linke. Ja. Kollege Wagner ist bei mir gemeldet, oder machen Sie? Okay, bitte, Frau Kollegin Leidig. Genau, meine erste Frage richtet sich an Professor Sommer, der ja in Kassel unterrichtet und nimmt Bezug auf das Thema kommunizierende Röhren mit dem motorisierten Individualverkehr. Sie haben dazu ja sehr explizit geforscht und auch interessante Messinstrumente sozusagen erarbeitet und herausgefunden, ich sage es jetzt mal ganz flapsig zusammengefasst, dass die Kommunen im Durchschnitt dreimal mehr für den motorisierten Individualverkehr zahlen als für den ÖPNV. Dazu würde ich gern von Ihnen noch mal was hören, was das für die Frage der Entwicklung des ÖPNV für Konsequenzen haben muss und ob der Bund, also der Bundestag in dem konkreten Fall, etwas dazu beitragen kann, dass sich dieses Verhältnis ändert. Also natürlich ist es Aufgabe der Kommunen, aber wir sind hier Bundestag und haben Sie da eine Idee davon? Meine zweite Frage richtet sich an Mira Ball nochmal zum Thema Arbeitsbedingungen. Also unsere These ist, dass mit Digitalisierung zwar auch eine gewisse Effizienz und eine Nutzerfreundlichkeit unterstützt werden kann, dass es im Kern aber tatsächlich darum geht, ausreichend qualifiziertes und auch motiviertes Personal in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu haben. Und da würde ich Sie noch mal fragen, was da die konkreten Probleme sind, auf die Sie stoßen und was das auch, also ob sich noch auswirkt, die Ausschreibungsrunde, von der vorhin die Rede war, also diese Welle, die ja bei den Busverkehren sehr gravierend in die frühere Bedienform eingegriffen hat. Vielen Dank. Wir schalten ins Saarland. Kollege Dressel für Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin aber in Berlin, aber es ist trotzdem schön, dass das Saarland Erwähnung findet. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Rolle des Bundes auch bei der Finanzierung. Der ländliche Raum hat ja in den letzten Jahren zumindest in der politischen Debatte deutlich mehr Bedeutung bekommen, so dass wir auch aus meiner Sicht darüber diskutieren müssen, wie kann der Bund auch in den ländlichen Räumen noch stärker unterstützen. Heute ist ja das, was der Bund tut, überwiegend Programme zur Finanzierung, also sprich zur Investition und Modellförderungen. Meine Frage wäre an Herrn Hensch, werden diese Finanzierungen, die wir heute seitens des Bundes haben, dem Bedarf in den ländlichen Räumen tatsächlich gerecht oder liegen die Probleme eigentlich woanders? Kollege Müller hat das ja eben schon mal angesprochen. Und meine zweite Frage auch an Herrn Hensch wäre, neben den finanziellen Hürden, wo sehen Sie denn die größten Hemmnisse? Sie haben das eben schon mal angesprochen, als Hemmnis zum Beispiel diese Körperschaftsgrenzen. Also wo sehen Sie denn die größten Hemmnisse für einen attraktiven ÖPNV in ländlichen Räumen, zum Beispiel im Hinblick auf die Organisation, neben den Körperschaftsgrenzen, aber auch Tarife, bürokratische oder
rechtliche Schwierigkeiten. Herzlichen Dank. Danke sehr. Dann schreiten wir jetzt ganz schnellen Fußes in die Antwortrunde. Zunächst Herr Fuchs, zwei Fragen sind an Sie gerichtet. Bitte. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte zunächst auf die Frage von Herrn Dont eingehen, inwiefern man möglicherweise in ländlichen Räumen eine Grenze ziehen soll, ab denen dann halt ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot nicht mehr angeboten werden kann. Aus kommunaler Sicht müssen wir schon betonen, dass wir im Zuge der Daseinsvorsorge, die ja für alle gelten soll, keinen auch im Bereich der Mobilität zurücklassen dürfen. Insofern hätten wir Schwierigkeiten damit, eine Grenze zu ziehen. Denn Daseinsvorsorge, da gehört ja eben gerade auch der ÖPNV dazu, die Verkehrserschließung für alle, auch für diejenigen, die kein Auto haben. Und die gibt es ja gerade im ländlichen Raum ganz, ganz vermehrt. Wir haben gehört, dass wenn man mal über ganz Deutschland guckt, nur der ÖPNV-Anteil im ländlichen Raum nur 5% ausmacht. Das ist das eine Ende der Betrachtung. Auf der anderen Seite brauchen wir diese 5% auch für die Leute, die halt eben gerade keine Alternativen haben. Insofern würden wir da keine Grenze ziehen wollen. Und ich glaube, die brauchen wir auch nicht zu ziehen. Und da schlage ich sozusagen den Bogen auf den zweiten Aspekt der Frage von Herrn Dont, inwiefern das PBFG hier helfen kann. Und wir sehen schon, dass das PBFG in dem Entwurf, wie er jetzt vorliegt und diskutiert und beraten wird, ja hier einige Verbesserungen vorsieht, gerade durch die flexiblen Bedienformen, die ja es eben gerade auch möglich machen, zusätzlichen neuen Verkehr, modernen Verkehr, mehr angepasst auf die Nachfrage, auf die Bedürfnisse der Nutzer zu ermöglichen. Und da sehen wir insbesondere die Ausweitung der Regelungen zur genehmigungsfreien Mitnahme als ganz zentralen Baustein, um hier zu einer besseren Verkehrserschließung für die Menschen zu kommen. Wir haben schon gehört, dass man die Grenze von 0,30 Cent pro Kilometer auf 0,60 Cent pro Kilometer anheben kann. Das können wir uns natürlich von Seiten der Kommunen, der kommunalen Aufgabenträger auch vorstellen. Wir meinen aber auch, da ich beim PBFG bin, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass das Level Playing Field stimmt zwischen den verschiedenen Bedienformen, die da jetzt vorgesehen sind, gebündelte Bedarfsverkehre, öffentliche Bedienformen, aber auf der anderen Ebene auch Mietwagenverkehre. Wir haben die Sorge, dass wenn das so umgesetzt wird, wie es im Moment im Entwurf des Personenbeförderungsgesetzes drinsteht, insbesondere durch die geringeren Anforderungen an die Mietwagenverkehre, die Mietwagenverkehre sehr, sehr stark, eine sehr, sehr starke Rolle bekommen, eben gerade zu Lasten der anderen Verkehre, die halt auch Daseinsvorsorgefunktionen wahrnehmen. Öffentliche Bedienformen, aber beispielsweise auch der Taxen. Also insofern würden wir uns wünschen, dass die, was die Genehmigungsvoraussetzungen anbelangt, da in dieselben Genehmigungsanforderungen hineinkommen. Ein weiterer Punkt, um halt eben gerade auch die letzte Meile abzudecken, ist aus unserer Sicht neben den flexiblen Bedienformen auch das autonome Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften. Da sehen wir nicht jetzt, aber mittel- und langfristig schon ein hohes Potenzial, um über die Schiene auch die letzte Meile besser als bislang abzudecken. Dann würde ich gerne kommen zu den Fragen von Herrn Wiele zum Thema, welche Auswirkungen hat eigentlich Covid-19 auf ÖPNV, auf die Auslastung des ÖPNV? Kann man das prognostizieren? Das ist natürlich sehr schwer, eben gerade weil es Zukunftsfragen sind, weil wir jetzt auch kurzfristig nicht wissen, wie es mit Covid-19 weitergeht. Aber wir sehen schon die Grundtendenz. Die Grundtendenz heißt, Individualverkehr wird gestärkt. Fahrradverkehr ist gestärkt worden, sozusagen umweltfreundlicher Individualverkehr wird gestärkt. Aber auf der anderen Seite eben gerade auch das Auto, was natürlich klar ist, weil das Auto halt der motorisierte Individualverkehr dieses Ansteckungsrisiko begrenzt. Das hat natürlich zur Folge, dass bestimmte verkehrspolitische Ziele, die wir uns vorgenommen haben, in gewisser Weise konterkariert werden. Und da meinen wir, da kann man nur dafür sorgen, dass jetzt eben gerade nicht zurückgegangen wird bei der ÖPNV-Finanzierung, beim Aufwuchs der Regionalisierungsmittel bzw. GVFG-Mittel, sondern dass im Gegenteil dagegen gesteuert wird, nämlich dass
wenn Covid-19 vorbei ist, die Menschen wieder ein Angebot haben, was komfortabel ist und was sie gut und gerne nutzen wollen. Thema autofreie Innenstädte, das ist natürlich eine Diskussion, die vor Ort in den Städten und Gemeinden, in den Großstädten, aber auch in den Mittelstädten immer wieder für sehr, sehr große Diskussionen sorgt. Da müsste Kommunalpolitik viel aushalten. Wir meinen, dass wir eher auf der Angebotsseite Angebote schaffen sollten, die im Grunde dafür sorgen, dass die Leute von sich aus dazu kommen, auf den ÖPNV umzusteigen, dass wir da so gut sind, dass die Menschen sich überlegen, bevor sie ins Auto steigen, muss ich diese Fahrt, gerade im Nahbereich, innerhalb der Stadt selbst, denn in dieser 5-Kilometer-Grenze finden in den Städten immer noch viel zu viele Fahrten mit dem Auto statt, dass sie verzichten und halt auch eben gerade auf umweltfreundliche Verkehrsträger umsteigen. Deshalb autofreie Innenstädte ist natürlich ein politisches Ziel, aber wir meinen, man sollte insbesondere durch eine Stärkung der sauberen Mobilitätsangebote dazu kommen, dass man das nicht so vorgeben muss, sondern dass man die Leute durch gute Angebote überzeugt. In dem Zusammenhang 365-Euro-Ticket, was ja auch angesprochen worden ist, kann man vertreten, aber auf der anderen Seite, das sind Fahrgeldeinnahmen, die dann auch wieder ausbleiben und ja nicht zur Verfügung stehen für den Betrieb, aber auch für Infrastrukturinvestitionen. Und wenn man mal guckt nach Luxemburg, wo das schon gemacht worden ist, dann muss man auch sagen, das ist ein Stadtstaat, der sich das leisten kann, der sehr viel Geld hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo man auch, ich glaube, 8 Jahre erstmal im Investitionsvorlauf in die Infrastruktur hatte, ehe man das überhaupt anbieten konnte. Das heißt, das kann man nicht mal eben so vorgeben und fordern oder umsetzen, sondern man bedarf langfristiger Investitionszyklen. Nicht, dass man ein Angebot auf einmal hat, was das nicht einlöst, was man vorher politisch versprochen hat und die Leute sich dann enttäuscht wieder dem ÖPNV abwenden und wir genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich erreichen wollten. Dann so ein bisschen ich will es mal als die große Frage formulieren, wie kann der ÖPNV langfristig planbar finanziert werden? Ja, ich meine, das ist die Frage, die stellen wir uns alle, nicht hier heute in der Anhörung, sondern schon seit Jahren. Aber ich möchte da zurückkommen auf das, was, ich glaube, Jan Schilling war es, am Anfang dieser Anhörung schon mal angesprochen hat. Ich finde, wir sind da auf einem ziemlich guten Weg. Wir haben in dieser Legislaturperiode durch die Anhebung der REC-Mittel, durch Anhebung beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sehr, sehr viel erreicht. Und wir sollten gucken, dass wir auch trotz der Einnahmeausfälle im Bereich der gesamten öffentlichen Hand, Bund, Länder und Gemeinden, dazu hinkommen, dass wir dieses Niveau halten und dann in der Zukunft auch verstetigen können, eben gerade um so ein gutes Angebot zu schaffen, dass letzten Endes die Menschen gar nicht anders können, als den ÖPNV stärker als bislang zu nutzen. Und damit möchte ich enden nochmal. Bitte keine kostenlosen Angebote oder jedenfalls erst das, wenn man sich das wirklich leisten kann, wenn das ausfinanziert ist, sondern gute, qualitativ hochwertige Angebote, die Menschen davon überzeugen, umzusteigen. Vielen Dank. Danke sehr. Wir haben jetzt noch 5 Sachverständige, die Fragen haben, darunter 4 mit jeweils 2 Fragen. Mit Blick auf die Uhr nochmals mein dringender Hinweis, möglichst sich kürzer zu fassen, damit wir halbwegs bei Zeit hier rauskommen. Herr Hensch, Sie sind der Nächste mit 2 Fragen, bitte. Dankeschön. Ja, ich versuche es kurz. Erste Frage war zur Infrastrukturfinanzierung mit Bezug zum Thema ländlicher Raum. Ja, ganz klar, Infrastrukturfinanzierung ist für den ländlichen Raum nicht das Top-Thema. Da gibt es auch in kleinen Bereichen Themen zum Thema Haltestelle. Aber das ist für den ländlichen Raum nicht das Ding. Der Großteil der Investitionen, der befindet sich oder der geht auch in die verdichteten Räume, in die städtischen Räume. Insofern ist das Thema für den ländlichen Raum ganz klar das Thema Angebot und Betrieb. Das ist das Zentrale. Kleinteilige Förderungen sind sinnvoll. Wir erleben aber auch, dass die Kommunen sich schwer tun, auch für kleine Sachen Fördermittel auch abzurufen, weil sie entweder gar nicht die personelle Ausstattung haben, dort zu gehen und der Aufwand dann im Verhältnis zu dem, was sozusagen ansteht, um irgendwie eine Haltestelle umzubauen, zu groß ist. Also da bedarf es vielleicht auch einfacher, kleinerer Abrufmöglichkeiten.
Wir erleben es andererseits aber so, dass Sie für die Straße durchaus das Engagement haben, sich da auch mit den größeren Förderbereichen zu beschäftigen. Im ÖPNV erleben wir das tatsächlich eher weniger. Das zweite wesentlich schwierigere Thema, ländlicher Raum, außer den Finanzen, was ja sozusagen indirekt auch das Thema Angebot dann ausmacht. Was sind es? Ja, es ist das angesprochene Thema Grenzen und da geht es auch darum, vor Ort immer wieder auch die Akteure, die wir, hatte ich vorhin auch schon gesagt, ja auch die richtigen Akteure finden, darauf hinzuweisen, dass das auch wichtig ist. Die Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert sich selten an den Landesgrenzen oder an den Kreisgrenzen, sondern an dem, was an Angeboten irgendwo vorhanden ist. Und da braucht es sozusagen bei den Verantwortlichen in den Kreisen oder in den kreisfreien Städten, also vor allen Dingen in den Kreisen meines Erachtens, mehr Arbeit, den Akteuren das zu erläutern und dafür Engagement zu werben. Was sind sonst Sachen? Das Thema Einheitlichkeit hatte ich vorhin schon angesprochen, ausführlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt meines Erachtens. Also, dass ein vertrautes, verlässliches Angebot überall in Deutschland vorhanden ist. Meines Erachtens braucht es dann auch das Vertrauen in die Attraktivität und in die Verlässlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das, was ich regelmäßig auch in Gesprächen mit Menschen vor Ort sah, ist dieses Thema, ja, was ist denn, wenn ich aus Berlin zurückkomme in den ländlichen Raum und ich wohne tatsächlich richtig im ländlichen Raum. Wenn ich in Berlin da irgendwo den Zug verpasse, dann gibt es irgendwie keinen weiteren mehr oder erst 2 Stunden später und dann gibt es keinen Bus mehr. Also das ist vor allen Dingen auch das Thema, wie komme ich wieder zurück nach Hause. Da ist das Thema Verlässlichkeit eine ganz wichtige Sache. Dafür gibt es auch Instrumente, dafür gibt es Überlegungen. Das hat teilweise was mit Angebot zu tun, aber nicht nur. Und ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, gerade, ist tatsächlich, geht es ein bisschen in Richtung Tarife, wobei wir grundsätzlich sagen, dass Tarife nachrangig sind. Das Angebot ist das zentralere Thema. Aber wenn ein Angebot vorhanden ist, dann kommt man natürlich irgendwann schnell auch in das Thema Tarife. Wir haben die Situation im ländlichen Raum, dass man für viele Wege tatsächlich motorisiert unterwegs sein muss. Also wie in den Stadträumen, das Fahrrad oder der Fußverkehr ist wesentlich seltener das relevante Verkehrsmittel, sodass ich als motorisiert unterwegs sein muss, entweder mit dem Auto oder mit dem ÖPNV. Und da kann man tariflich angreifen. Also dass zum Beispiel über attraktive Tarifangebote Schüler oder auch andere Menschen ermöglicht werden, auch zur Bibliothek zu fahren. Jetzt heißt es so, ich muss ein extra Ticket haben. Schüler haben oft nur für ihre entsprechende Relation eine Dauerfahrkarte, für andere Relationen nicht. Und da ist die Hürde, dafür nochmal Geld auf den Tisch zu legen, dann doch auch vorhanden, anders als wenn ich das Fahrrad benutzen kann, was vielleicht vor dem Haus oder im Abstellraum steht. Da also tariflich auch ranzugehen, wobei wir uns ganz klar gegen Nulltarifsachen aussprechen, sondern eher sozusagen dann gezielt auf einzelne Nutzungen oder auch Nutzergruppen vielleicht zu gucken und nicht grundsätzlich Nulltarifangebote, weil wir da der Meinung sind, das ist auch eher eine Förderung von Mittelstand, also wer auch das finanzieren kann. Und es gibt ja auch eine Bereitschaft zur Finanzierung, der ist auch herzlich eingeladen, diesen Finanzierungsbeitrag auch zu liefern. Vielen Dank, Professor Mitosch, bitte, Sie sind der Nächste. Ja, vielen Dank. Viele Fragen von Herrn Dohnt, aber auch von anderen, wie können wir die Versorgung auf dem Lande sicherstellen und verbessern. Rein finanziell, also Herr Fuchs, Sie sagen, das Angebot müsste verbessert werden, um die Leute in den öffentlichen Verkehr zu ziehen. Aber wenn leere Busse herumfahren, spart das keinen CO2 ein. Also man muss schon überlegen, was man macht, was effizient ist. Daseinsvorsorge, Grundvorsorge, da haben wir jetzt eine Konvention. Das bisherige ist finanziert, denke ich mal. Das sollte beibehalten. Aber ist es wirklich sinnvoll, wie weit ist es sinnvoll, darüber hinaus zu gehen? Ich denke schon einige Schritte, aber dann wieder die Frage, wer finanziert es. Ich denke, hier könnte man in einer Abstimmung, föderalen Abstimmung, Bund und Länder sagen, hier sollen dann die Länder verstärkt in die Verantwortung gehen und sehen, dass man die Angebote im ländlichen Raum etwas verbessern kann, da auch die Preise niedriger halten kann. Das kostet dann Geld. Vielleicht wäre das auch etwas, was dann die Länder in der Abstimmung mit dem Bund nach dem Motto, das ist jetzt mal euer Part, denn SPNV ist ja durchfinanziert vom Bund und wenn wir jetzt die anderen ÖV-Angebote verbessern wollen, das könnten dann die Länder übernehmen. Also da sehe ich eine gewisse Möglichkeit, aber nicht
zu hohe Ziele setzen im ländlichen Bereich. Ich denke, eher Wettbewerbsmöglichkeiten fördern, also diese Grenze auf 65 Cent hochsetzen, dass da sich Dinge entwickeln können, dass die Kommunen das auch entscheiden können. Ja, wir wollen jetzt hier mal schauen, ob sich privatwirtschaftlich mit Wettbewerb, mit nicht gewerblichen Mitnahme oder halbgewerblichen Mitnahme Dingen etwas entwickelt, dass sich dann dort so auf sozusagen mit neuen Formen. Verkehrswende heißt eben auch, wir müssen uns ein bisschen überlegen, ob neue institutionelle Formen nötig sind, um zusätzliche Dinge zu ermöglichen. Da, in die Richtung würde ich denken für den ländlichen Raum, denn das Auto ist nun mal im ländlichen Raum tatsächlich ein Verkehrsmittel, das nicht leicht zu schlagen ist. Zum Klimathema, die Frage, wie können wir das Klimathema angehen? Diese ganzen Fragen mit Verkehrswende sind auch kulturelle Fragen. Die Vorschläge von Herrn Knie, was die innerstädtischen Parkmöglichkeiten angeht. Mir ist das alles sympathisch, gibt es bestimmt auch andere, aber andere Leute sehen das anders. Und Herr Fox, Sie haben es gesagt, es müsste ja vor Ort ausgefochten werden. Von Herrn Wieler gab es einen anderen Akzent dazu. Das müssen die Leute auch entscheiden. Verkehrswende kann man nicht durchpeitschen. Hingegen Energiewende kann man generalstabsmäßig planen. Das ist ja sozusagen die Überraschung gewesen. Die rot-grüne Regierung hat damals mit dem EEG irgendwas mal versucht zu machen und das war der Kracher. Wir konnten jetzt sozusagen, die Hälfte unseres Stroms ist grüner Strom. Das lässt sich durchziehen, das lässt sich organisieren. Und sowas könnten wir machen, könnten wir weitermachen. Und dann haben wir den grünen Strom, den wir für die Elektromobilität brauchen. Das ist für das Klimaziel das richtige Instrument. Ich denke nicht, dass wir die Zahl unserer Windräder hier vervierfachen wollen, was wir vielleicht bräuchten dafür. Wir sollten so ein bisschen europäisch denken. Die Spanier haben viel Sonne, viel Wind, viel Platz, wenig Bevölkerung, wenig Industrie. Vielleicht bauen wir einfach mal so ein Gleichstromkabel nach Spanien und machen dort mit Einspeiseverordnung grünen Strom. Und dann können wir da viel hier in unser Land reinbringen, auch über grünen Wasserstoff und Treibstoffe beimischen, dass man schon früher auch im Verkehr den CO2-Verbrauch faktisch runterbringt, aber insbesondere über Elektromobilität. Das ist die Hauptroute der Klimawende. Und das Thema Verkehrswende ist ein, da muss man sich vorantasten. Ja, mein Beitrag dazu. Vielen Dank, Dr. Schilling, bitte. Sie können gleich weitermachen. Ja, vielen Dank. Also ich mache es sehr pointiert mit Blick auf die Zeit und für die Nachredner. Also vieles, was Herr Fuchs gesagt hat zum Thema Folgewirkung von Corona, teile ich auch. Wir haben momentan klar aus auch einem subjektiven Sicherheitsempfinden die Hinwendung zu eher individuelleren Lösungen. Wir sind im März vergangenen Jahres sozusagen aus vollem Lauf gestoppt worden. Wir sind von Fahrgastrekord zu Fahrgastrekord jedes Jahr an dem Punkt gekommen, da müssen wir wieder hin. Und Herr Willi, wir brauchen keine 100%, sondern wir brauchen ja mehr. Wir wollen ja eine Verdopplung der Fahrgastzahlen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir 2 Jahre brauchen werden. Aber das ist natürlich ein krasser Blick in eine Kristallkugel, die sehr trüb ist, weil das hängt von Covid-Veränderungen ab, die ich glaube, wir alle nicht absehen können. Und das sind auch viele soziologische Fragen, die da zu klären sind. Da bin ich als Jurist jetzt nicht der Richtige, um da wirklich tief einzusteigen. Ich glaube aber, es wird auch eine Hinwendung wieder dahin geben, dass wir unser altes Leben wieder haben. Und dann auch viele Leute, wenn sozusagen der jetzt schon eigentlich objektiv sichere ÖPNV, es gibt ja kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, zeigen uns alle Studien sowohl in Deutschland als auch international, dann auch subjektiv wieder sicher wird. Und da bemühen wir uns natürlich als Unternehmen auch gemeinsam mit Bund und Ländern, das dann auch zu kommunizieren, dass wir dann auch wieder in den normalen Lauf irgendwie einsteigen werden. Wir werden einen Zeitverlust an dem Punkt haben, den werden wir aufholen müssen. Und da gilt auch das, was Herr Fuchs gesagt hat, dann müssen wir halt ein bisschen schneller werden, weil die Klimaschutzziele, die sind so, wie sie sind. Und die würde ich mal als übergeordnet bezeichnen an dem Punkt. Was wir haben werden, ist dieses Jahr ungefähr 3,5 Milliarden Euro Fahrgeldeinnahmeverluste. Die sind durch den ÖPNV-Rettungsschirm auch abgedeckt und ausgeglichen. Wir werden im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung landen. Das heißt, wir werden sehen natürlich eine substanzielle Marktverbesserung an diesem Punkt. Aber Januar, Februar, ich erinnere dran, und auch bis Mitte März hatten wir kein Corona. Das heißt, der Rettungsschirm 2021 erstreckt sich über ein ganzes Jahr und nicht nur von März etc. pp. Das heißt, wir kommen höher mit den Fahrgastzahlen nach unseren Prognosen.
basierend sozusagen auf den Erkenntnissen, die wir heute haben. Und da sind jetzt irgendwelche großbritischen Varianten oder so noch nicht irgendwie mit drin. Aber dadurch, dass der Zeitraum länger ist, wird die Summe ungefähr bei einer ähnlichen Größenordnung an dem Punkt liegen. Das dazu. Zum Thema Regionalisierungsgesetz und zu den Fragen von Herrn Müller. Also ich glaube, der Weg führt über den heutigen Paragraph 6 Absatz 1. Da steht drin, dass die Regionalisierungsmittel insbesondere für den SPNV eingesetzt werden müssen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Zweckbindung engerem Sinne, so wie Herr Stoffregen es auch ausgeführt hat. Es werden auch Busverkehre durch Direktmittel auch heute schon finanziert. Das ist auch dem Bericht des Bundesrechnungshofs als Zweck entsprechend auch immer so gewendet worden. Und ich glaube, das weist auch in den richtigen Weg. Wovor ich allerdings warne, ist, dass man dann versucht, SPNV und Busverkehre gegeneinander auszuspielen. Also das ist nicht das Spiel, was wir spielen dürfen, so nach dem Motto, schickt bitte beide Modi gegeneinander. Wir brauchen eine substanzielle Erhöhung, die für beide Modi ausreicht, weil wir müssen in einem Gesamtsystem denken. Wir müssen zum Bahnhof im ländlichen Raum hinkommen und dort weiter. Wir brauchen die vertakteten Systeme und im ländlichen Raum sind Schienenverkehre halt auch nicht immer so effizient, sondern dann sind es eben Busverkehre. Wenn ich jetzt auf Ihre Ausführungen zu dem Ausbau der erneuerbaren Energien hingehe und mit Blick auf Benchmark, wäre ja vielleicht mal eine Idee, im Regionalisierungsgesetz dann ein Ziel für einen Modal Shift, für eine Veränderung des Mobilitätsverhandelns zu verankern. Dann hätte man auch einen Benchmark, wo man sehen kann, wie geht man in den Ländern damit um. Das ist ein bisschen analog zu dem, was Sie gesagt hatten. Wir haben Ausbauziele für erneuerbare Energien. Warum haben wir keine Ausbauziele, Veränderungsziele im Rahmen der Verkehrswende für den ÖPNV? Dann hätte man einen Benchmark und hätte auch als Bund einen Maßstab, an dem man die Länder in diesem Veränderungsprozess eben begleitet und auch messen kann, jenseits einer Finanzausstattung, und bekommt da auch einen gewissen Zugriff und auch eine politische Debatte an dem Punkt drüber. Und dann teile ich die Ausführung von Herrn Hensch. Ich glaube, diese immer Pilotierung und immer nur Fördermittel, das ist super für Fotos und Bändchen durchschneiden. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber ich glaube, ein Teil der Fördermittel muss irgendwann auch mal in eine planbare, kohärente Finanzierung überführt werden, weil wir haben ja kein konzeptionelles Defizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit im Rahmen der Verkehrswende, und das gehen wir nicht irgendwie an, indem wir immer in Pilot-Einzelfördermaßnahmen reingehen, da müssen wir, glaube ich, größer denken. Vielen Dank. Professor Sommer, bitte, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Ich hatte ja zwei Fragen. Die eine Frage, das Thema mit der Grenze für die Bevölkerungsdichte bei der Bedienung. Das haben mir meine Vorredner schon kurz angesprochen. Also aus Gründen der Daseinsvorsorge macht das keinen Sinn. Es ist aus meiner Sicht auch eben auch gar nicht notwendig, weil wir haben durchaus Angebotsformen, mit denen wir eben auch sehr dünn besiedelte Gebiete eben mit öffentlichen Angeboten eben auch anbinden können. Also natürlich nicht unbedingt dann der große Bus, die große Bahn, sondern wir haben natürlich diese flexiblen Bedienformen kombiniert mit Mitnahmesystemen beziehungsweise in Zukunft eben Robotaxen, die natürlich dann ideal sind, letztendlich hier beim Thema der Daseinsvorsorge eben auch mitzuhelfen und eben dort eben auch die Mobilitätschancen der Menschen, das ist ja schon wichtig, vor Ort letztendlich auch zu erhalten. In dem Zusammenhang vielleicht ein Punkt noch, und ich denke, da sehe ich durchaus ein Defizit, wo sich der Bund steuernd dann aber verantwortlich die Länder einbinden können. Das ist dann das Thema eigentlich von Bedienstandards, weil wir eben durchaus sehen, dass wir sehr unterschiedliche Bedingungen haben. Also wir haben unterschiedliche Bedingungen, die das einerseits begründen, dass es ein unterschiedliches Angebot gibt, aber andererseits, selbst bei gleichen Bedingungen sind die Unterschiede sehr groß. Und da würde ich mir schon wünschen, aus Gründen der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dass man eben da zum Beispiel über die Ministerkonferenz für Raumordnung, die ja durchaus im Bereich Straßenbau Vorgaben gemacht hat und die ja auch dann über eine Richtlinie, die drin mit eingeführt sind, wo es um eben Straßenkategorie geht zwischen bestimmten Zentren, warum man sowas nicht auch auf den Schienenverkehr und den öffentlichen Verkehr insgesamt und damit auch auf den ÖPNV überträgt. Ich glaube, das würde dem ganzen Thema eben auch einen Schub geben und würde auch eben dem Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse letztendlich helfen. Das heißt natürlich auch, dass auf der anderen Seite die Finanzausstattung da sein muss. Das ist klar. Und ich gehe dann schon davon aus, wenn man da eben adäquate Standards gibt, dass das sicherlich auch eben eine höhere Finanzausstattung bedeutet. So ist es bei einzelnen Aufgabenträgern. Wenn Sie den NVV betrachten, der hat jetzt gesagt, wir wollen im Prinzip in jede Stunde ein Angebot. Das muss dann eben nicht die Bahn sein, das kann eben auch ein Bedarfsangebot sein, aber in jedem Besiedlungsgebiet
von morgens bis abends. Also ich glaube, sowas brauchen wir letztendlich bundesweit, wenn wir da vorankommen wollen und wenn wir auch in ländlichen Räumen eine Alternative bieten wollen. Wobei ich auch sagen will, ich meine, wir haben natürlich auch viele erfolgreiche Schienenprojekte und Schnellbusprojekte, Plusbus zum Beispiel in Ostdeutschland, die sehr erfolgreich laufen, mit denen man was machen kann, wo ich durchaus noch viele Potenziale sehe, wenn natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen. Und dann komme ich zur zweiten Frage. Das Thema, wir beschäftigen uns ja sehr stark auch mit verkehrswirtschaftlichen Fragen, das Thema Kostenwahrheit im Verkehr. Das ist ja keine neue Erkenntnis, das wissen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass wir eben keine Kostenwahrheit im Verkehr haben, sondern dass letztendlich natürlich der motorisierte Individualverkehr eben sehr viele externe Effekte erzeugt, die eben dann von der Allgemeinheit getragen werden müssen, von anderen Generationen getragen werden müssen, angefangen beim Thema letztendlich Klimaschutz über Luftschadstoffe, Verkehrssicherheit, Flächenverbrauch und andere Dinge. Und wir haben ja Instrumente, sowas eben auch zu monetarisieren. Wir haben das in einem Verfahren für die Kommunen umgesetzt, um dort mal Kostentransparenz zu schaffen, sowohl eine betriebswirtschaftliche Sicht, wo dann schon erstaunlich ist, dass dort die Kostendeckung im ÖPNV viel besser ist als letztendlich im Pkw-Verkehr, bei den Beispielstädten, bei denen wir es untersucht haben. Aber eben auch auf anderen Ebenen gibt es ja Untersuchungen, wenn Sie sehen, ich habe das hier in meinem Papier auch dann zitiert, dass der MIV im Prinzip 110 Milliarden Euro pro Jahr, 110 Milliarden Euro pro Jahr letztendlich an externen Kosten verursacht, die eben andere, der Steuerzahler, aber auch andere Generationen eben aufbringen müssen. Und darauf kann man natürlich basierend dann eben auch Instrumente aufbauen, Interventionen aufbauen, auch preispolitische Interventionen aufbauen. Und ich denke, dass da das Instrument eben einer Pkw-Maut sehr hilfreich ist. Und die EU gibt da ja auch Vorgaben, dass sich dort eben nicht nur die Infrastrukturkosten, sondern eben auch externe Effekte mit einpreisen kann. Das könnte man hier machen. Und damit letztendlich auch alle Planungsebenen davon dann eben auch profitieren, wäre das eben auch eine Pkw-Maut im Prinzip im gesamten Straßennetz an der Stelle. Und das hat eben dann auch den Vorteil, dass wir natürlich dann, indem wir eben dieses Marktversagen ausgleichen, letztendlich eben durch, indem wir diese Kostenwahrheit, die sozialen Kosten dann auch auf den Pkw-Verkehr umlegen, dass wir dann natürlich auch, dass es eben auch ein Instrument ist, um eben die gewünschten Verlagerungen eben zum Umweltverbund und zum öffentlichen Verkehr an der Stelle auch zu erreichen. Also das ist für mich eigentlich das Wesentliche, mit dem man das an der Stelle regeln kann und ich sage mal, die technischen Voraussetzungen, da ist ja schon auch einiges gegeben. Ich glaube, das kann man auch, wenn man das sehr stringent angeht, kann man sowas in 3 bis 5 Jahren eben auch umsetzen. Ansonsten kann man natürlich auch über das Steuerrecht sowas letztendlich versuchen mit abzubilden. Aber das Steuerrecht ist ja immer das Problem, dass dann vielleicht die Sachen nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und ich denke, dass der Vorteil bei Gebühren und Abgaben, dass man dann eben auch für den Zweck des Verkehrs die Mittel eben auch aufbringen kann. Soweit zu diesen beiden Punkten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Stoffregen, bitte. Ja, herzlichen Dank. Hier war nochmal die Frage nach Möglichkeiten, die Wettbewerbsintensität ein bisschen anzufeuern. Also da ist natürlich vieles, was auf der Ebene der Aufgabenträger zu geschehen hat, aber der Bund kann aus unserer Sicht durchaus auch ein paar Akzente setzen. Einiges wäre möglich durch Anpassungen des Wettbewerbsrechts. Zum Beispiel könnte man vorsehen, dass es Losobergrenzen oder Zwang zur Losbildung oder auch zur Loslimitierung in SPNV-Verfahren geben könnte. Wir haben im Moment einen Trend zu immer größeren Verfahren in den letzten Jahren gehabt. Und wenn Sie als Verkehrsunternehmen auf einen Schlag 25 Millionen Zugkilometer bedienen sollen, da ist vollkommen klar, da ist der Kreis der Anbieter von vornherein extrem gering. Das können die meisten schlicht und ergreifend so nicht. Wir bräuchten tatsächlich auch auf Bundesebene bei vielen Dingen, gerade auch bei der Infrastrukturfortentwicklung, mehr Planungssicherheit. Das klingt banal, aber wir brauchen das auch aus Vergabegründen. Beispielsweise, wenn wir immer noch nicht wissen, welche Strecken werden in den nächsten Jahren elektrifiziert, dann kann kein Aufgabenträger klare Bedingungen bei Vergaben auf diesen Netzen machen. Das wird immer schwammiger. Und das flexibelste Unternehmen, das ist so, ist im Zweifel immer einer, nämlich die DB Regio, weil die noch einen Gebrauchtwarenpark hat, der sie für quasi jeden Zweck in irgendeiner Form ertüchtigt. Andere müssen in ganz anderer Weise Vorsorge treffen für den Fall, dass eine bestimmte Strecke eben dann doch nicht zur Verfügung steht. Und das ist dann immer teurer und macht die Angebote weniger attraktiv, um sie zu bezuschlagen. Wichtig wäre auch, das ist jetzt gerade für das Eisenbahnregulierungsgesetz ganz wichtig, wir brauchen eine klare Haftungsregelung des Infrastrukturbetreibers. Wir haben durch die
Wir haben ja das Luxusproblem, dass immer mehr Geld in die Infrastruktur geht, aber das ernsthafte Problem, dass es so lange dauern wird, bis die Infrastruktur wieder in einem vernünftigen Zustand ist, die Schieneninfrastruktur. Wir haben im Moment die Situation, dass die Verkehrsunternehmen in der Regel auch dann penalisiert werden, wenn sie für den Grund der Verspätung nichts können. Und wenn diese Verspätung eben schlechte Infrastruktur ist, dann müssen sie quasi unverschuldete Penale zahlen. Auch das ist, wenn das in den Verkehrsverträgen auch nicht vernünftig abgebildet ist, macht es auch Angebote teurer, schlechter zu kalkulieren. Und auch da, auch das führt dazu, dass Unternehmen im Zweifel eher auch mal ein Angebot weniger abgeben. Ja, und natürlich nicht zuletzt aus Bundessicht, es wäre nicht verkehrt, wenn die Bundesregierung auch selber weniger parteiisch handeln würde. Also wenn der Verkehrsminister sagt, die DB Regio möge sich mal anstrengen und künftig ein paar Verfahren mehr gewinnen, ist es natürlich schwierig, wenn eine Institution gewissermaßen gleichermaßen Spieler und Schiedsrichter auf dem Feld ist. In diesem Fall ist das wirklich klar erkennbar. Und das passt dann eben auch ganz gut zu dem Thema Eigenkapitalerhöhung im Rahmen der Corona-Pandemie. Wenn eben ein Bieter weiß, er hat noch 5 Milliarden zusätzlich in der Hinterhand und alle anderen haben das nicht, dann ist auch klar, dass dann das Signal an Wettbewerber ist, also es ist schön, dass ihr da seid, aber wir können notfalls auch auf euch verzichten. Und das ist, glaube ich, ein schlechtes Signal, was man da gesendet hat. Deswegen ist ja unser Petitum, wir brauchen Unterstützung für alle Akteure auf dem Markt nach transparenten Kriterien. Im Rettungsschirm für den ÖPNV haben wir das. Im Fernverkehr, Güterverkehr haben wir das nicht. Aber auch die DB Regio kann ja unter Umständen doppelt profitieren. Einmal aus der Eigenkapitalerhöhung und aus dem Rettungsschirm. Und das ist bislang nicht wirksam ausgeschlossen. Und eben auch eine deutliche Marktverzerrung, die Wettbewerbsintensität für die Zukunft nicht unbedingt anreizt. Vielen Dank. Last but not least, Frau Ball, bitte. Ja, vielen Dank. Dann werde ich beide Fragen, die an mich gerichtet waren, direkt gemeinsam beantworten. Frau Leidich hat gefragt nach Ausschreibungen im Busverkehr. Und das nehme ich zum Anlass, um auf die Gesamtsituation nochmal einzugehen, denn das passt recht gut. Also da muss ich dann doch was zum Personenbeförderungsgesetz sagen. Es ist hier in der Runde sicher vielen bekannt, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Schutz der Arbeitnehmerrechte im Personenbeförderungsgesetz, und zwar weder in der Vergangenheit noch im neuen Entwurf. Und das Thema Ausschreibung ist eines, was gerade auch durch den Schienenverkehr, also den SPNV, sehr stark im öffentlichen Bewusstsein ist. Nämlich, es heißt, so sagen Kommunen auch Aufgabenträger, zweimal kann man in den Wettbewerb gehen, dann ist es eigentlich durch. Also dann ist es sozusagen die Reduzierung erreicht, die man erreichen kann. Im ÖPNV mit Bussen, U-Bahn und Straßenbahnen haben wir natürlich jede Menge Busverkehr, eine sehr differenzierte Unternehmenslandschaft, aber auch Straßenbahn und U-Bahn, Direktvergaben, Ausschreibungen wie auch eigenwirtschaftliche Verkehre. Auf Letzteres will ich jetzt mal nicht eingehen, sondern auf das Thema Ausschreibung und Direktvergaben. Das BBFG ist in seiner aktuellen Gestaltung seit etwa den 90er Jahren und auch das europäische Recht im Grunde schon so, wie es ja Professor Knauf auch eigentlich einfordert. Es gibt eine deutliche Stärkung Wettbewerb, es gibt auch Unternehmensanreize oder den Versuch desselben, und das Ergebnis ist die Situation, die ich vorhin für das Thema Personal geschildert habe. Herr Schilling hat mich darin unterstützt, weil das die Zahlen des VDV sind, mit denen wir vor allem arbeiten, eine Personalkostenreduzierung am Gesamtaufwand von 1/4 innerhalb von 20 Jahren, also 25%. Die ist in den öffentlichen Unternehmen ergangen. Und ein Kostendeckungsgrad deutlich über 70, fast 80%, in manchen Unternehmen bis zu 90%, haben wir in den öffentlichen Unternehmen, die in Direktvergaben sind. Das hat was mit dem Thema Direktvergabe und wie sie umgesetzt worden ist in den 20 Jahren der Vergangenheit, also Benchmark-System, zu tun. Also da sind unglaubliche Effekte rausgekommen, und solche Kostendeckungsgrade, ich kenne eine Menge private Unternehmen im ÖPNV, erreichen die nicht. Trotz niedriger Personallöhne zum Beispiel. Und wir haben insgesamt, und Frau Leidich fragt mich ja nach den Arbeitsbedingungen, also jetzt ganz kurz gemacht, eine unglaublich verschiedene Landschaft in Deutschland, was die Arbeitsbedingungen angeht. Irgendwas zwischen, ich rede nur von Tariflöhnen, 12 bis 17 Euro
ganz unterschiedlich, teilweise öffentliche Unternehmen im untersten Tarifbereich. Wir haben nicht tarifgebundene Unternehmen, auch nicht wenige im ÖPNV. Und das ist überwiegend abhängig von der kommunalen Kassenlage. Und da will ich nochmal den Punkt stärken. Wenn man also möchte, dass es endet, dass aus privaten, aber auch schlechter bezahlenden, weil in privaten Omnibusgewerbe Tarifverträgen kommunalen Unternehmen die Beschäftigten abwandern, zu denen, die besser zahlen und besser zahlen können, also der ländliche Raum auch noch Beschäftigte verliert, die sie dringend brauchen und auch keine Beschäftigten, die sie ausbilden können, gewinnen kann, dann braucht man eine verlässliche Betriebsfinanzierungssäule für die Kommunen, die gleiche Bedingungen vor Ort zumindest fürs Personal und für die Arbeitsbedingungen ermöglicht. Und diese Säule, die kann eben auch nur eine sein, die den Kommunen auch nach ihren Bedingungen verfügbar ist. Deshalb verweise ich nochmal auf unsere Stellungnahme zum Thema Finanzierung. Wir sind große Freunde des Themas Drittnutzerfinanzierung und Unternehmensabgabe. Aber solche Instrumente sind nur dann verwendbar, wenn die Kommune auch einen entsprechenden Entwicklungsgrad hat. Und wir brauchen eigentlich eine Finanzierungssäule, nicht nur für Infrastruktur und Ausbau, sondern auch für den Betrieb, die, wie es auch Herr Schilling zum Beispiel gesagt hat, klare Ziele für den Model Split in die Zweckbindung mit reinnimmt und uns die Möglichkeit gibt, den ÖPNV als Teil eines bundesweiten öffentlichen Verkehrsnetzes zu entwickeln, um tatsächlich die Umstiegspotenziale zu heben, die wir auch haben. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende auch der Sachverständigenberichte und Antworten auf die Fragen und damit auch am Ende unserer Anhörung. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Anhörung. Und wie bereits mehrfach angesprochen, wird uns das Thema sicherlich noch häufiger beschäftigen. Ich verzichte jetzt mit Blick auf die Uhr meine sonst übliche Zusammenfassung und grundsätzlichen Ausführungen zur Lage des Landes und der Welt und schließe die Anhörung. Ich wünsche alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören voneinander. Tschüss.